Willkommen zur 33. Episode des Vitamin Berge Podcast. Und heute ist es eine wirklich lange Folge. Eine wirklich monumentale Episode. Denn es geht richtig viel um Fotografie, um Technik, um Geschichten. Und mein Gast, der Emanuel, hat auch richtig viel zu erzählen. Und so viel, wie ich heute mitgeschrieben habe beim Podcast, habe ich schon lange nicht mehr. Von daher wünsche ich dir viel, viel Spaß und jetzt geht's los. Mein Gast ist seit 2003 fotografisch unterwegs, vor allem natürlich in den Bergen. Und viele kennen ihn bestimmt. Ein Reisender, wohnhaft im Allgäu und heute im Vitamin Berge Podcast. Willkommen, Emanuel. Hallo. Erzähl doch mal, wer ist der Emanuel Rapp und was macht er so? Ja, ich bin im Allgäu geboren, in Kempten. Bin da ganz normal dann hier in Weidnau, das ist schon mehr nahe der Grenze zu Baden-Württemberg, also der Honiau, ganz knapp an der Grenze. Da bin ich aufgewachsen dann ein paar Jahre später. Bin hier auch zur Schule gegangen. Später habe ich dann Schreiner als Beruf erlernt, in dem ich auch heute noch arbeite. Zwar war ich zwar zwischendrin mal längere Zeit in der Industrie, bin jetzt aber wieder raus und bin wieder in einem Handwerksbetrieb, sage ich jetzt mal. Fühle mich da wieder ganz wohl, bin ich erst seit einem Jahr wieder, aber macht richtig Laune. Wir machen Expeditionsfahrzeuge, also sehr individuell, sehr hochwertig, sehr qualitativ und halt nach Kundenwunsch, also alles etwas besonders, etwas ausgefallener. Ja, in meiner Freizeit, also Sport hat man schon immer gemacht, als Kind auch, aber ich war in Vereinen eigentlich nicht wirklich viel aktiv. Eigentlich gar nicht, also Fußball oder sowas überhaupt nicht. Ich habe irgendwann dann mal als Teenie das Inlineskaten angefangen. Mache das auch heute noch, nicht mehr so oft, aber habe 15 Jahre aktiv Inlineskaten. Also nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Pipe, im Park. Und ansonsten mache ich halt doch recht regelmäßig Sport. Irgendwie, ich radel zum Arbeiten zum Beispiel. Auch heute wieder auf dem Rückweg gehe dann am Baggersee vorbei, eine Runde schwimmen. War halt mein Arbeitskollege noch dabei. Das ist eigentlich echt ziemlich entspannend für mich. Das genieße ich sehr. Ja, über mich, ich habe noch einen älteren Bruder, der lebt in Frankreich. Der war jetzt vor kurzem mal wieder da. Mit dem war ich dann ein paar Tage unterwegs, bivakieren im Schwäbischen. Wir waren in Rottweil, in der ältesten Stadt Deutschlands und ein bisschen drumherum. Sind auch in der Nähe von dir vorbeigefahren sozusagen. Also nicht ganz durchs Regau, aber halt. Ja, das war es eigentlich zu mir. Und bist du Ureinwohner oder bist du zugezogener im Allgäu? Ja, also geboren bin ich eben in Kempten. Ich fühle mich als Allgäuer, aber eben Blutlinie kann ich halt sagen, bin ich kein waschechter Allgäuer. Aber ich persönlich sehe mich schon als geborener Allgäuer und fühle mich auch hier zu Hause und verwurzelt. Also ich bin schon eher der sesshafte Typ wahrscheinlich. Okay. Und wo führen dich deine Reisen so hin, wenn du unterwegs bist? Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass du diesen Sommer in Norwegen warst. Ja, Norwegen hätte ich wahrscheinlich von mir aus alleine jetzt nicht unbedingt gestartet. Das war tatsächlich eine Kombination von einem Fotofreund, der Johannes. Der hat mich angefragt, du hättest mal Bock irgendwie nach Norwegen. Mit dem war ich letztes Jahr zum Beispiel mal eine Woche lang in den Dolomiten. Und mit dem verstehe ich mich ganz gut. Der ist auch ein sehr gemütlicher Typ, der nicht keinen Stress entwickelt, wenn man unterwegs ist beim Fotografieren oder bei Natur, sondern man nimmt sich dann halt auch die Zeit, so ein bisschen mal fotografieren. Und der war schon als Kind in Norwegen, ich war noch nie in Norwegen, und hat er gesagt, ja komm, irgendwie da fehlt ihm nur so eine Ecke in Mittelnorwegen, sollen wir da mal zusammen hin? Und dann haben wir das im Frühjahr geplant und ausgemacht, die Flüge auch bucht und einen Mietwagen und waren dann da unterwegs. Und das Wetter war überdurchschnittlich gut. Also
wenn ich mal wieder in Norwegen bin und das Wetter ist schlecht, dann bin ich vielleicht ein bisschen enttäuscht. Also das Wetter war eigentlich aus fotografischer Sicht fast zu gut, weil ein bisschen Wolken für Farbe ist ja manchmal gar nicht so ohne. Das war sehr sparsam. Also wir hatten dann schon mal was und auch mal ein bisschen so Norwegenwetter, aber das waren eigentlich in 10 Tagen, wo wir da oben waren, war das eigentlich eher, waren glaube ich 2, 3 Tage, wo es ein bisschen wolkig war oder auch regnerisch, aber sonst war es echt genial, sehr warm, also überdurchschnittlich. Die erste Bergtour waren gleich 1700 Höhenmeter und weil wir dort erst gerade hingefahren sind, sind wir auch relativ spät los und relativ spät heißt bei mir um 7 Uhr. Ja. Also bist du eher der Frühaufsteher. Ja, wobei es war natürlich Norwegen, das aktuell im Sommer jetzt, es war Region Trondheim ein bisschen südlicher. Also, wie heißt, ich muss aufpassen, dass ich die Namen nicht falsch sage, weil Norwegen hat so viele Namen, die ich mir nicht merken kann. Auf jeden Fall sind wir halt wirklich schon in der Frühhitze, in der vollen Sonne da hoch und es war schon klein knackig. Alle Touren danach waren nicht so groß, aber es hat schon passt, also war alles in Ordnung. Ja, also Norwegen ist auf jeden Fall unglaublich faszinierend. Kann mir nicht vorstellen, dass ich mal in Finnland rumdapp oder in Schweden. Das ist mir wahrscheinlich zu flach, außer da in dem dort in den Bergregionen. Also Berge direkt am Meer, faszinierend. Lofoten ist bei mir ziemlich hoch in der Liste, wo ich mal hin möchte oder muss. Am besten zur Zeit, wenn es auch Nordlichter hat. Das ist ein sehr großer Wunsch, die mal zu sehen und auch ein bisschen einzufangen. Ja, aber Norwegen war wirklich toll, unkompliziert, wenn du auch eben als, wir waren ja praktisch nur im Zelt unterwegs, Zelt im Auto oder Zelt mit Auto, anders schon. Ich habe eigentlich bis auf einen Tag, wo es ein bisschen geregnet hat, immer Open Air nebst dem Zelt geschlafen, weil 5 Millionen Sterne Hotel ist einfach noch cooler. Ja, also war wirklich tolles Erlebnis da oben. Und ja, schmeckt nach Wiederholung. Und der Sommer war natürlich überwältigend. Also wir sind wirklich vormittags um 10 im Fjord baden gegangen. Und es war nicht übermäßig kalt, es war frisch, aber angenehm. Mutig, mutig. Ja, also es ist schon kühler, aber ich gehe bei uns am Baggersee auch schwimmen, wenn es auch so kalt ist im Frühjahr. Also dann schwimmt man halt nicht so weit. Da geht mal kurz rein, kühlt sich ab und geht wieder raus und liegt wieder in Sonne. Na, war echt genial. Also wir waren, konnten 3 Mal im Fjord baden, weil das Wetter so toll war. Und das dann kombiniert mit Bergtouren und direkt vom Zeltplatz weg irgendwie laufen. Also war schon richtig schön. Ja, auf jeden Fall. Und wo war da so der Unterschied zum Allgäu? Also ich meine, in Waidnau, das ist ja quasi fast schon ins Allgäuer Seenland da oben. Da ist auch ein bisschen Wasser, aber jetzt nicht so viel in Norwegen. Jetzt hast du schon gesagt, es ist direkt an dem Berg, also Wasser und dann Berge. Aber gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein Unterschied zum Allgäu? Also ich kann zum einen war ich sehr überrascht, wie viel gleich ist. Gerade was die Vegetation angeht, direkt am Meer, an einem Parkplatz oder so, wächst Hahnenfuß und klar, Lupinen wachsen viel, die wachsen bei uns aber auch manchmal. Also gerade botanisch war es für mich interessant, dass da ganz viel ähnlich wächst wie bei uns, bloß dann teilweise kleinwüchsiger. Also man sieht halt, es ist doch ein bisschen rauer, es wächst kleiner. Was anders ist, ja, es hat unglaublich viel Wasser. Also gleich der zweite Tag, wo wir, da sind wir auf dem Innerdalsdora. Das ist dieser Matterhorn-ähnliche Zinken, der ist in Norwegen selber sehr bekannt. Da gehen auch viele Norweger extra dorthin zum den Besteigen, haben da auch ein paar nette Leute getroffen, die dort waren. Der ist aber schon, ja, oben auf jeden Fall Einser, Zweier. Also deswegen streut sich da auch schon wieder, wer da hingeht. Und auffällig ist halt überall irgendwie Wasserfälle. Und das war halt genial, weil ich liebe das auch nach dem Wandern oder auch währenddessen mal Schuhe ausziehen und irgendwo in den Bach rumwarten, zum die Füße ein bisschen abkühlen und regenerieren. Und gerade da, da ist dort da auf dem Rückweg, habe ich gesagt, du, ich will da runter an den Wasserfall. Und dann sind wir da halt 2 Stunden rumdümpelt, was halt einfach so cool war. Und das Wasser war auch nicht, ja, doch, war schon frisch, aber es ist halt angenehm eigentlich, dass du immer irgendwo Wasserbezug hast. Ja.
Und seid ihr da eher wandernd unterwegs oder auch mal kletternd? Also grundsätzlich sage ich ja, ich gehe Bergsteigen, weil Wandern ist für mich jetzt, sage ich mal, so ein klassischer E5 oder sowas, wo man halt von Hütte zu Hütte dümpelt. Wir sind jetzt hier schon, also jetzt gerade der Innerdalsdollar ist oben Einser Zweier, eher Zweier Stellen auf jeden Fall, wo ich einfach, also sogar anspruchsvoller wie der Witterstein, würde ich sagen, an ein paar Stellen. Und von dem her, wir haben jetzt nicht die knackigsten Touren rausgesucht, aber schon halt auch längere Touren. War auch sehr spontan. Also wir haben schon so ein paar Zielideen gehabt und haben uns auch eine POI-Liste gemacht im Vorfeld, was wir so anschauen wollen, wo jeder so ein bisschen was eintragen kann. Und letztendlich sind dann ein, zwei Touren halt noch dazukommen, weil man halt da dann irgendwie gerade noch auf einem Transfer irgendwo eine Pause gemacht haben und dann hat man da halt noch was mitgenommen. Also spontan passiert natürlich auch immer was und dann sind wir auch einmal wirklich richtig bivakieren oben an einem See gewesen. War super genial, also war echt klasse. Also eben das, was viel Wasser da ist, das hat mir richtig taugt. Berge und Wasser, das ist einfach eine richtig schöne Kombination. Und klar waren jetzt auch Touren dabei, die nicht so anspruchsvoll sind. Also schöne Wandertouren, aber halt mit tollen Lichtstimmungen. Aus reinem Eigeninteresse auch, du hast jetzt in E5 genannt. Bist du den selber schon gelaufen? Den bin ich selber schon mal gelaufen. 2011 war das. War aber nicht meine eigene Idee, sondern zwei Jungs bei mir aus dem Dorf, die zusammen Fußball spielen und halt kannte ich, ich war mehrere Jahre lang bei uns hier im Dorf, Vorstand von einem Jugendtreffen, einem kleinen. Und dadurch kenne ich halt auch viele Jüngere, die sind einiges jünger wie ich, die Jungs. Und die haben gesagt, ja, sie laufen den E5. Und dann, die wussten natürlich, was das ist und so. Und habe dann gesagt, ja, ist es okay, wenn ich da mitgehe? Ja, klar. Und dann haben wir das ausgemacht, sind auch losgezogen. Das war irgendwie im August 2011. Wir sind absichtlich ein bisschen unter der Woche gelaufen, weil wir gewusst haben, am Wochenende kommen immer Gruppen und dann ist da so viel los. Weil wir uns nicht angemeldet auf keiner Hütte, wir sind halt alle AV-Mitglied und sind dann losgezogen und bereits an der Kempner Hütte musste der Erste dann am nächsten Morgen abbrechen. Der hatte nur eine Knieverletzung vom Fußball und hat gesagt, keine Chance, er macht sich bloß kaputt, wenn er da weiterläuft. Na. Dann leider heim und dann sind wir bloß noch zu zweit weitergelaufen. Und der Kerl, mit dem ich da weitergelaufen bin, der ist echt nett, das hat alles passt, aber er war, sage ich mal, noch etwas bergnaiv, also noch nicht so die Verhaltensregeln, der ist mir dann teilweise davongelaufen, weil er so fit ist, hat sich aber währenddessen dann nicht umdreht und mal geschaut, was ich eigentlich mache, ob ich noch Ja, da bin. okay. Das war ein bisschen schwierig, das habe ich ihm auch ein paar Mal gesagt, aber es war super. Wir haben tolles, wechselhaftes Wetter gehabt mit starkem Gewitterrisiko, das heißt, wir waren immer gedrängt, früh loszugehen. Also wir haben eigentlich kein einziges Mal auf der Hütte gefrühstückt. Also kann mich nicht erinnern. Und einmal sind wir aber auch noch ins Gewitter gekommen abends dann oder in Regen. Gewitter war es nicht. Also es hat nicht donnert. Es war bloß Schauer eigentlich. Das war gleich die zweite Bergetappe. Und zwar haben wir, weil wir doch recht zügig waren, waren wir sehr früh an der Memminger Hütte. Und nach der Hüttenwirt meint, ja, wenn ihr schon so früh da seid, dann könnt ihr ja noch nach Zams laufen. Ja, da seid ihr in 5 Stunden. Dann sind wir halt weitergelaufen, hat es halt doch 6,5 oder so dauert oder 7. Na, War dann sieht doch recht, sich. ja, es zieht sich abartig. Da habe ich mir auch tatsächlich blaue Zehen gelaufen, was ich erst später gemerkt habe, also nicht am selben Tag. Mein Stiefel, den ich damals in Nutzung hatte, war auch eher ein Ticken zu eng wahrscheinlich für die Tour. Wobei der schon eingelaufen war. Also das war es nicht Problem. Der war einfach ein bisschen zu eng und vielleicht auch nicht perfekt geschnürt beim Runterlaufen, also mir hat es halt einfach vorne die Zehen ein bisschen einklemmt. Ja, aber das war eigentlich insgesamt super schön. Ich für mich habe aber festgestellt, der E5 in der klassischen Route ist mir zu langweilig. Das genau, also die Idee, wir hatten ja auch jemanden im Petto, der uns ein bisschen informiert hat, was die Tour selber angeht. Und zwar von dem einen, mit dem ich dann auch weitergelaufen bin, dem sein Dad hat das mal alleine gemacht. Klar, der hat dann unterwegs ein paar Leute getroffen und ist mit denen dann zusammengelaufen. Und er hat auch den Similaun mitgemacht. Und das war natürlich auch unser Ziel. Der Similaun muss mit.
Ging aber letztendlich leider nicht, weil es einen Tag vorher da oben ordentlich geschneit hat. Es waren null Spuren, es war kein Mensch da oben. Auf der Similaunhütte waren wir, wo wir drüber gelaufen sind, dann vormittags buchstäblich alleine, war niemand, außer im Hüttenwirt. Und das war uns zu heiß, weil ich kannte das Similaun auch nur aus Erzählungen von meinem Dad, aber das ist halt 30 Jahre her oder noch Ja, länger. klar. Und das war mir dann doch zu heiß. Wir hatten zwar Grödel dabei, aber sonst keine größere Gletscherausrüstung. Wobei der Similaun ja, sage ich mal, wenn der gespurt ist, wird das kein Problem. Also der steht auch immer noch auf meiner To-Do-Liste, aber muss ganz ehrlich sagen, ganz viele Berge, auch wenn sie anspruchsvoller sind, sind bei mir dann tatsächlich eher so für einen Sonnenaufgang oder so geplant. Ich war einmal auf der Wildspitze und das tagsüber, es war super genial, aber es ist mir zu langweilig, da oben mit 20 Leuten da irgendwie den Gipfel teilen. Das, Ja. ja, ich kann ja gleich auf Zugspitze hochfahren. Was war das so Ja. die schönste Etappe, die ihr da gelaufen seid, also die dir noch in Erinnerung geblieben ist? Die schönste Etappe. Es geht ja im Prinzip Kempner Hütte, Memminger Hütte, Ja. Zams, Genau, und dann sind wir halt eben von Zams Braunschweiger. dann mit dem Bus hinter nochmal im Normalfall. Wir haben auch welche getroffen, die haben das erweitert, die Tour, und sind praktisch noch das ganze Pitztal hinter, auch oben über die Gipfel drüber. Da kannst du ja auch nochmal irgendwie 3 Tagestour verlängern oder ich weiß nicht, wie viele Tage das waren. Aber wie gesagt, wir haben damals die recht kurze Tour gemacht. Wir sind auch nicht bis nach Meran. Wir haben dann in unten im, wie heißt es, im Vernackt. Schnalztal ganz unten in Vernakt, also Vernakt Stausee, und unten kommst du dann an Naturns. in Naturns. In Naturns haben wir mit dem Zug zum Reschenpass gefahren, bis zur Sackgasse, bis zur Endstation, und dort sind wir dann abgeholt worden. Hallo. Weil wir gesagt haben, zu zweit braucht man Meran nicht wirklich, und Nö. shoppen geht nicht unseres, wie klassische Touren das machen. Genau. Und das ist ja vom Allgäu. Da hat uns halt von ihm, die Eltern haben uns abgeholt. Das war hier halt 2,5 Stunden Autofahrt oder sowas. Also nicht so die Welt. Also die schönste Etappe war eigentlich schon bei der Similaun-Hütte oben. Also mich hat so bitzelt, dass wir den Similaun machen können. Das Wetter war fotografisch gesehen super toll. Also ich kann dir den Blog-Link mal noch geben. Den findet man Gerne. sogar, wenn man genau sucht. Fotografisch war es toll, weil wir immer Wolkenstimmungen hatten. Also immer mal im Nebel und dann wieder drunter und dann wieder ein bisschen Regen und dann wieder volle Suppe. Also es war vom Wetter her war es spannend und ja, eigentlich war es insgesamt schön. Ich habe tolle Bilder an der Memminger Hütte gemacht, dann mit den Seen. Ja. Nach Zams runter war es jetzt nicht so toll. Dann oben, da sind wir auf dieser Skihütte gewesen, auf halber Höhe von der Bahn. Ja. Da hätten wir eigentlich auch einen Gipfel mitnehmen können. Also das muss ich sagen. Also der E5 in der Standardversion ist mir zu langweilig, weil kein Gipfel dabei ist. Übers Jöchel laufen ist für mich keine Bergtour. Das ist Das Bewandern. ist genau, naja, gut, das ist genau bewandern. Ja, und deswegen war es halt für mich dann schade, dass wir den Similaun nicht machen konnten, vom Wetter her. Und eben da in der Zwischen, da oberhalb von Zams, auf der Skihütte, da hätten wir auch nur den Berg mitnehmen können. Wussten aber nicht, ob das zeitlich geht mit dem Bus, wäre aber dann doch gegangen. Das haben wir ein paar gemacht, die dann wieder zeitgleich unten waren. Das hätte mir eigentlich mehr gejuckt. Aber wie gesagt, das war ja immer in Kombination mit dem, wo du unterwegs bist. Und was natürlich trotzdem insgesamt auch toll war, du triffst nette Leute. Also, da war zum Beispiel ein Ehepaar dabei, die haben in der U-Bahn in München ein, wie heißt das, so ein Kiosk. Und es ist fast ein 24-Stunden-Job. Also die sind jeden Tag da unten. Die haben nur einmal 2 Wochen im Jahr irgendwie Urlaub und dann macht den Laden aber, glaube ich, sogar jemand anderes. Also zu ist er, glaube ich, fast gar nicht. Also sehr interessant. Und der sagt, er braucht halt einmal im Jahr irgendwie sich Auszeit und jetzt machen sie das mal der E5. Die war nicht sonderlich schnell, aber relativ fit, also der wusste halt, wie viel er sich zutrauen kann. Dann eine Gruppe mit netten Mädels, also es war eine schöne Zeit eigentlich, kann man schon sagen, was Spaß gemacht hat.
Genau. Sehr cool. So, jetzt bist du ja Fotograf, Bergfotograf, würde ich dich mal nicht schimpfen, sondern benennen. Wie bist du denn auf die Fotografie gekommen? Also ich kann natürlich das mit der Bergfotografie gleich ein bisschen ausweiten. Also ist das, was man über mich findet, hat tatsächlich mehr mit Landschaft und Berge zu tun, aber hintenrum Fotografie ist sehr, sehr viel andere Sachen. Allgemein natürlich schon Natur, aber auch mal Personen, auch mal eine Hochzeit, aber das nur im Freundeskreis. Da beschränke ich mich absichtlich ein bisschen. Wie ich zum Fotografieren kommen bin, das war, ich habe mal 2002 oder sowas im Zuge oder sogar ein bisschen früher, eigentlich um 2000 rum, habe ich im Zuge des Jugendtreffs, wo ich ja viel aktiv war, oder ja, also jetzt nicht mehr, bin ja bloß noch im Hintergrund. Da hat irgendwie auch mal einer, wo wir beim Zelten waren, ein Foto gehabt von seiner Mom, einen analogen noch, und da habe ich halt da ein bisschen Fotos gemacht. Und 2, 3 Jahre später, also so 2001, 2002 war das, habe ich mal von einer damaligen Arbeitskollegin, die hat damals die ersten brauchbaren Digicams gehabt. Und da bin ich mal von ihr ausgeliehen und habe dann da auch ein paar coole Makros schon machen können und fand das schon ein ganz interessantes Thema, irgendwie Fotografie. Ich habe davor wenig mich damit beschäftigt eigentlich. Und dann habe ich einen Zivildienst 2003 gemacht und in der Zeit habe ich mich mehr mit der Fotografie beschäftigt, habe da schon viele Zeitschriften gelesen und konnte dann auf der Zivischule sogar einen Fotokurs mitmachen. Das war eigentlich ganz cool, weil das hat mir dann, sage ich mal, so ein bisschen einen Einstieg gegeben, zumindest mal etwas theoretisch. Und habe dann auch mit dem Auslösesold oder wie man das nennt, vom Zivi, habe ich mir dann die erste Bridge Digicam gekauft, die damals dann gleich stolze 800 Euro kostet. Also ich habe dann nichts Billiges gekauft, sondern gleich was Besseres für damalige Zeit, eine Olympus. Habe mit der dann ungefähr bis 2007 im Sommer fotografiert und dann bin ich auf Spiegelreflex umgestiegen. Und das ist so ein bisschen ineinander übergegangen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also das war dann 2005. Also war mein Bruder mal wieder da, weil der hat erst in Deutschland irgendwo in Städten gelebt und jetzt in Frankreich. Und dann war mein Bruder mal wieder auf Besuch und hat mein Dad meint, ja, gehen wir doch mal zusammen, wenn wir gerade wieder beieinander sind, gehen wir doch mal zusammen wieder in Berge. Und dann sind wir auf die Rote Flüh im Tannheimer Tal. Und die fand es super toll und die Kamera hat einen Panorama-Funktionsmodus gehabt, also nicht, dass sie es gleich zusammenschneidet, aber dass sie das so peu à peu aufnimmt, so nacheinander. Ja. Und das habe ich da genutzt und voll begeistert da oben rum fotografiert. Und mein Bruder, für den war das der Einstieg in nie mehr in die Berge so in der Art. Also ihm war das zu luftig da oben. Er hat wirklich da massiv Höhenangst gehabt und hat auch Schiss um mich gehabt, wo ich da an der Kante saß. Und hat dann gesagt, er will nie wieder auf so einen ausgesetzten Berg. Wobei jetzt Rote Flüh nicht massiv ausgesetzt sind, aber für ihn war es halt nichts zu der Zeit. Ja. Und ja, so kam das halt, dass ich dann irgendwie mehr Ansporn hatte, irgendwie ein bisschen in Berge zu gehen. Bin danach aber eher wenig in Berg. Also grundsätzlich war ich immer winteraktiv in die Berge Skifahren. Also das bin Okay. ich von klein auf. Also ich kann so ungefähr seit ich laufen kann, Skifahren. Gehört im Allgäu dazu. Mit 6 Jahren dann gleich das erste Mal den Fuß gebrochen. Das aber nie aufgeben. Es gab mal eine Phase, da war ich so, glaube ich, zwischen 12 und 14 oder sowas oder 15. Da habe ich Skifahren aufgehört gehabt, aber da bist du irgendwie aus den Ski rausgewachsen und dann irgendwie war es halt dann gerade nicht aktuell. Und durchs Inlineskaten bin ich dann auf die damalig bekannten Snowblades oder Skiboards heißen sie oder wie heißt man sie noch? Snowboards? Na, Snowblades. 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 Also der Markenname war eigentlich von Salomon, glaube ich. Auf jeden Fall bin ich mir da halt über meine Inline-Zeitschriften so, wow, das ist jetzt die Alternative für den Winter, fürs Inline-Skaten, so Kurzski. Und das war wieder der Einstieg, wieder Wintersport, wieder in Skifahren einzusteigen, haben wir uns solche Kurzski gekauft. Und 2, 3 Jahre später waren die so populär, dass dann auch viele Kumpels von mir solche Dinge hatten. Und dann sind wir halt zu viert mit solchen kurzen Teilen
rückwärts im Skilift, also im Schlepplift und so. Und du konntest halt Spaß auf der Piste, Funkus beim Skifahren. Also hat richtig Laune gemacht, ein paar Jahre lang. Bin aber mit den Dingern bis 2007, also 5, 6, 7 Jahre lang, bin ich aktiv mit Snowblades gefahren. Und während der Zeit ging das dann aber auch los, gerade in Kombination mit dem Fotografieren, dass mich Berge wieder mehr fasziniert haben. Und habe aber auch viel Landschaft fotografiert, gerade bei mir hier umeinander und natürlich viel in dem Jugendtreff, also viel Personen und Erlebnisse und gemeinsame Aktionen und so Sachen. Und eben auch eine Geschichte, was mit dem Jugendtreff zu tun hat. Der Jugendtreff hat nach hinten raus am Dorfende oder am Dorfrand eine Wiese gehabt, wo wir Volleyball spielen konnten. Und dort in der Ecke vom Zaun war ein schöner Standpunkt, wo ein einzelstehender Baum oben auf so einem Hügel steht, eine Esche. Und dann habe ich angefangen, den Baum immer wieder zu fotografieren, immer wieder von demselben Standpunkt aus. Und das bei verschiedenen Lichtverhältnissen und aber auch verschiedenen Jahreszeiten dann letztendlich. Und habe da auch Panoramen gemacht von der Kulisse, weil es einfach so eine schöne Senke ist. Und dann waren da mal schöne Herbstwolken oder ja, Sommer war es eigentlich, aber so schöne Schleierwolken. Und dann habe ich auch angefangen, solche Bilder auf ein damals kostenlos zur Verfügung gestelltes Stockfotoseite. Die ist aus einem Underground-Forum aus einem Deutschen entstanden. Das kennen wahrscheinlich noch ein paar. Das Gullyboard, aus dem ist eine Stockseite entstanden. Die gibt es heute noch. Die heißt in der Zwischenzeit About Pixel. Das ist ein Berliner, der mehrere Sachen in der Zwischenzeit macht. Die gibt es heute noch, die Seite. Und da konntest du kostenlos deine Bilder zur Verfügung stellen, aber bei Verwendung sollte der Urheber genannt werden und für Printsachen hast du meistens auch eine Anfrage gekriegt und habe ich, keine Ahnung, um die 100 Bilder eingereicht und habe dann auch wirklich irgendwie mir den Baum aufgespart und die ersten Baumbilder, wo ich da eingeliefert habe, waren tatsächlich 4 Jahreszeiten, ganz klassisch. Und es war dann halt doch irgendwie so der Kracher, der Baum. So, boah, wo hast du den her und wie kommst du dazu und ja, wie lange hast du da vorbereitet? Was ist denn? So, ja, das ist halt entstanden. Und lustigerweise hatten die damals auch einen Podcast und haben dann auch ein Interview von mir gemacht. Keine Ahnung, ob ich das noch finde, das Podcast, aber es gab praktisch von damals mit der Baumgeschichte einen Podcast von mir. Und ja, aber dann ging es halt weiter. Über diese Seite habe ich dann mal eine Anfrage gekriegt von der Firma. Ein so ein Panorama, wo wirklich auch eben diese Esche drauf ist, mit wenig Horizont und viel Himmel. Ja, das würden sie gern verwenden. Die zahlen da ein paar hundert Euro. Also es war für mich schon sehr lukrativ für das Bild, weil die Auflösung war jetzt nicht für damalige Verhältnisse okay, aber nicht übermäßig. Ja, die zahlen da ein paar hundert Euro, ob das für mich okay ist. Und dann habe ich gedacht, boah, ja, cool. Habe das eingegangen und habe gleich mir festgesetzt, das Geld investiere ich auch wieder in die nächste Kamera, weil halt die Entwicklung von Kameras schon mitkriegt hast und dann war die jetzt auch in Anführungszeichen 4 Jahre alt oder sowas. Hast dann schon gemerkt, und die nächste, die muss unbedingt mindestens doppelte Megapixelzahl haben. Also ich war damals schon ein bisschen der Pixelpieper, hat aber auch Ursprünge, weil ich ja schon unter Windows 3.11 mit Paint in 16 Farben Pixel für Pixel Bilder gemalt habe. Das heißt, Auflösung und Schärfe ist von mir sehr früh irgendwie erkannt worden. Also ich habe dann irgendwann auch Vektorgrafiken im Excel gemalt, weil man da Linien malen konnte und die dann halt schön akkurat waren und nicht so pixelig wie aus dem Paint. Also das ist eine frühe grafische Entwicklung sozusagen, was ich mich da beschäftigt habe am Computer. Und da war mir klar, ich brauche mehr Megapixel. Und dann habe ich damals in der Werbung war dann ganz aktiv, Canon 400D. Und so, boah, super, super Kamera, super Spiegelreflex, die muss ich haben. Bin in den Laden gegangen und klopfe auf den Tisch und sage, so, ich möchte eine Canon 400D, bitte. Sagt, ja, okay, hier, aber nimmst mal nur die Kamera. Und dann hat er mir noch eine andere Kamera hingestellt und dann habe ich die beiden in die Hand genommen und die zweite Kamera, die er mir gegeben hat, die lag sofort in der Hand. Also ich habe sofort gemerkt, das ist die Kamera, kaufe ich. Und das war dann halt keine Canon, sondern eine Nikon. Also das war einfach
die haptischen Gründe, eine andere Kamera zu kaufen, haben da überwiegt, ganz einfach. Also ich wusste da keinen Unterschied, welche Marke. Ich habe da vorne Olympus gehabt, das war mir eigentlich gar nicht wichtig, wollte einfach eine bessere Kamera. Habe dann aber gleich einen Fremdhersteller, so ein mittleres Zoom-Objektiv dazu gekauft. Klar, also es war damals dann halt die 400D hat, ich weiß nicht, 600 € kostet. Und dann habe ich mir die D80 gekauft und die hat dann mit Objektiv halt gleich 1.000 € gekostet. Also es war dann gleich mehr, was ich eigentlich ausgeben wollte. Das Okay, ist auch aber. ganz spannend, weil mir geht's oder mir ging es genau Aha. andersrum. Ich kann nämlich die Canon dadurch, dass ich einhändig fotografiere. Ich kann mit der Canon nicht fotografieren, weil ich da nicht an den Auslöser komme. Mit der Nikon. Deswegen Ah. bin ich bei Canon. Aber so Von. unterschiedlich ist das. Aha, interessant. Ja. Ja, und dann ist natürlich noch was, ein anderes Malheur passiert. Gibt die Kamera, ich glaube, im Juli oder August oder so gekauft. Und war dann mit der auch gleich ziemlich on Tour in Frankreich bei meinem Bruder und ja, einiges gemacht. Und dann ist Oktober gewesen und dann war wieder die Zeit des Skifahrens geht los. Also ist man ins Pitztal gefahren. Das war auch das Jahr, wo ich dann umgesattelt habe von Kurzski wieder auf lange Ski. Habe mir dann Freestyle-Latten geholt, weil ich halt gemerkt habe, mit den kurzen Skien durchs Inlineskaten bin ich natürlich dann schon trickmäßig irgendwie unterwegs gewesen, habe halt die Funparks auch im Winter ausprobiert und habe halt irgendwann gemerkt, mit den Kurzskien kannst du A nicht Tiefschnee fahren, die sind zu klein, hast keinen Auftrieb und Fahrstabilität fehlt auch, weil die so kurz sind. Also habe ich mir Freestyle-Latten gekauft und sind wir, das war der erste Tag, wo wir die Ski einweihen wollten, dann sind wir ins Pitztal gefahren mit so einem größeren Van. 6 Leute, glaube, und ja, nass, es hat genieselt, es war nicht so besonders Wetter oben, sei es anscheinend nicht schlecht gewesen. Aber dann haben wir leider einen Unfall gebaut. Wir sind aus einer Kurve gerutscht gegen einen Baum und dann in den Bach gestürzt. Hey. Hört sich schlimm an, war Glück im Unglück, es ist niemand was passiert. Also einer hat nur ganz leicht irgendwie Glassplitter, ein paar Kratzerchen im Gesicht gehabt, aber wirklich nichts passiert. Wenn da viel Wasser gewesen wäre im Bach, das wäre fatal gewesen, aber weil es noch Frühwinter war, war da recht trocken. Ja, und erst mal alle aus dem Auto raus und ich saß hinten rechts und die Kameratasche ist dann natürlich runtergefallen, weil wir sind nach rechts kippt und ja, dann das Zeug halt irgendwie aus dem Auto raus und dann, oh, meine Kamera und dann mache ich die Tasche auf und dann leuchtet an der Kamera alles, so, ups, Batterie raus. Ja, war dann aber natürlich Totalschaden. Und dann hat man sich halt auch mit dem Typ geeinigt, dass der die mir ersetzt. Und das Coole war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo klar war, dass die totalen Schaden hat, ist gerade die D300 ankündigt worden von Nikon. Also auch ein neues Flaggschiff, also schon Profiliga eigentlich für Crop-Kamera. Also ich habe in wenigen Monaten, wo ich die D80 hatte, festgestellt, die ist zu langsam. Wenn ich Sportserie fotografieren will, da habe ich einen Skateboarder in Frankreich fotografiert, 3 Bilder pro Sekunde, kann ich knicken, viel zu langsam, geht Richtig. gar nicht. Und dann kam die D300, wurde ankündigt, so, boah, das ist ja die Kamera, boah, aber wie viel kostet die, boah, das ist ja richtig teuer. Und dann war aber trotzdem klar, ich krieg von dem Kollegen da wieder, die war ja erst 3 Monate alt oder so, habe ich halt dann einen ausgemachten Geldbetrag wieder zurückkriegt und habe dann mein halbes Weihnachtsgeld verprasst und habe die D300 geholt. Die lebt heute noch, die benutze ich auch noch ab und zu. Die hat erst vor 2 Jahren ein Zeitraffer-Video von einem Freund aufgenommen, der ein Haus baut hat mit, keine Ahnung, 60.000, 70.000 Bildern, glaube ich. Also die Kamera hat jetzt um die 200.000 Auslösungen und läuft immer noch. Also. Und was macht für dich so ein gutes Bergbild aus? Ein gutes Bergbild. Da habe ich mir was aufgeschrieben. Ein gutes Bergbild ist für mich ehrlich. Also, wenn man heute diese Flut an Bildern anschaut, die im Internet kursieren, auf Social Media, auf Instagram und sonst wo, ohne massive Bearbeitung ist halt fast nichts mehr. Egal, ob es gefiltert oder gepimpt oder übersättigt oder sonst was. Also man findet, da habe ich halt ein bisschen mich drauf,
ja, eingespielt. Ich suche ehrliche Bilder, wo ich einfach sehe, wow, die Lichtstimmung so zu erwischen, da muss ich erst mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also die besondere Lichtstimmung, das ist für mich, was ein gutes Bergbild ausmacht und dann ehrlich bearbeitet. Also bei einer schlechten Lichtstimmung ein Bild machen, das kann jeder, das kann ich auch. Also auch mittags um 12, fancy bearbeiten, das kriege ich auch hin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist die Natur, wie wir sie haben, ein größeres Geschenk, als wie wir es achten. Ja, und deswegen begegne ich der Natur immer mit Respekt gegenüber. Und deswegen zeige ich sie auch respektvoll. Das heißt, überbearbeitet ist die Natur nicht. Klar gibt es Lichtstimmungen, die sind so wow, dass sie selbst unbearbeitet künstlich ausschauen. Das gibt's mal. Aber diese Flut von massiv bearbeiteten Bildern, das taugt mir nicht. Also da bin ich schon sehr rigoros im Aussortieren von Bildern, von anderen auch, wie ich das beurteile oder bewerte. Okay. Und was sind da die Lieblingsmotive, die du hast und was machen die aus? Also ist es dann, du hast ja vor uns gesagt, du bist eher Frühaufsteher und fotografierst Sonnenaufgänge. Kann man sagen, dass das so das ist, was für dich so das Motiv der Motive ist? Ja, also es ist auch gerade die Woche eine Lichtstimmung gewesen, die hat ein bekannter Fotograf aus dem Allgäu, der Jonathan Wesler, eingefangen. Ich weiß nicht, mit was er unterwegs war, vielleicht sogar mit dem Helikopter. Sonnenaufgang über dem Nebel. Das ist einer der Wow-Disziplinen für mich, weil das Licht reflektiert sich praktisch auf diese Wolkendecke. Und wenn es am Himmel dann auch nochmal Wolken hat, dann hast du praktisch einen doppelten. Fast wie am Meer, also das ist halt so ein Spiegel sozusagen. Also das Licht gibt gigantische Formen und Farben und dann die Bewegung vom Nebel, wenn man da einen Zeitraffer macht, das ist gigantisch. Also eigentlich ist Sonnenaufgang über dem Nebel, das ist eine andere Welt, weil du bist ja praktisch abgeschnitten, die Perspektive ist vollständig anders, wie man sie sonst kennt. Du kannst nicht ins Tal runterschauen. Die Bergketten wirken alle anders, weil sie irgendwo abgetrennt sind mit Nebel. Also die Zeit jetzt im Herbst, ich habe dieses Jahr allerdings eben relativ wenig Bergtouren gemacht. Dazu kommen wir nachher wahrscheinlich noch, warum. Ich hoffe, dass jetzt im Herbst wieder mehr zu Bergtouren kommen und mehr zum Obheiterwetter genießen. Also ich weiß noch ein paar Entscheidungen, da bin ich los sehr, sehr früh zum in Sonnenaufgang über. Er ist auf dem Berg und bei mir war daheim Nebel und von den Webcams wusste ich so eine Ahnung, ja, ungefähr da könnte es sein, dass es gut ist. Und dann läufst du los und denkst dir, bah, ist eklig, feucht, nass, neblig. Du bist ja, also der Nebel ist so dicht, dass er praktisch auf dir sich niederschlägt, ja, und alles ist irgendwie nass und klamm. Und der Moment, es ist nur dunkel und du kommst. Du siehst plötzlich einen Stern und dann siehst zwei, drei und dann plötzlich kommst du aus dem Nebel raus und bist so ganz leicht über dem Nebel oder gerade auf dessen Höhe und siehst dann den Sternenhimmel und dann bist du einfach baff. Und darüber ist es dann unter Umständen gerade im Herbst auch oft sehr warm im Verhältnis zum im Nebel. Und da erinnere ich mich eben gerade an vor ein paar Jahren war das eben gerade der Fall, da bin ich zum Witterstein. Bin da aber eben, weil es Sonnenaufgangstour war, dann bis zum Hochtannbergpass hochgefahren und von dort aus hoch, weil es da dann nicht so langwierig ist. Und war dann aber auch, keine Ahnung, 4 Stunden am Gipfel oder so, weil was soll ich unten? Da bin ich ja wieder im Nebel. Macht keinen Sinn, Richtig. wieder im Nebel runter zu gehen. Also genieße dann so einen Tag wirklich in vollen Zügen und bleib lang da oben. Das heißt nicht, dass ich dann da pausenlos fotografiere, sondern wirklich halt es auch mal sitzen lasse und genieße. War das so der schönste Moment, an den du dich erinnerst? Schwierig. Also eigentlich gibt es unzählige viele Momente, wenn man öfter in den Bergen ist. Also den einen gibt es nicht unbedingt. Also ich habe zwar mir ein paar Sachen notiert, an die ich mich gut erinnere, aber eben wie gesagt, Sonnenaufgang über dem Nebel, das ist auf jeden Fall ein so Favorit allgemein. Und
Was auch mal ein gigantischer Moment war, war Neujahrstag 2015 auf dem Bietburger Horn. Da es am Okay. Vortag schneit. Und immer wenn es an einem Vortag schneit und man weiß, nächsten Tag wird es gut Wetter, dann ist mir völlig wurscht, was für ein Tag ist. Wenn es irgendwie geht, muss ich da raus. Weil wenn es Sonne mittags, bis mittags sind dann die Bäume alle wieder leer vom Schnee. Außer es ist wirklich unter 20 Grad minus und eisig. Aber ansonsten schmilzt der Schnee schnell weg. Das heißt, wenn du frisch beschneite Bäume mit Sonne erwischen willst in der Früh, dann musst du halt raus. Und es war halt Neujahr 2015 und dann war das habe ich irgendwie, war an dem Silvester eh nicht wirklich was plant. Und dann bin ich halt früh ins Bett und habe halt einfach mal absichtlich Silvester verpennt. Ja, und dann bin ich halt in der Früh um, keine Ahnung, 4 oder so los und dann halt aufs Rietberger Horn mit Skitour und war super, also wirklich genial. Jetzt hast du das mit den Tannen gesagt, das fand ich echt cool, weil denn das wusste ich so noch, oder habe ich noch nie so gesehen. Und vor uns auch das mit der Esche, also mit die Baumgeschichte quasi, die du durch Zufall entdeckt hast. Wie findest du denn deine Motive? Also guckst du dir andere an und sagst, auch das Foto möchte ich gerne auch machen, ich fahre jetzt mal dahin, oder ja, wie lässt du dich inspirieren? Also grundsätzlich lasse ich mich schon sehr lange inspirieren. Also ich habe auch schon, bevor ich fotografiert habe, habe ich immer schon Faible gehabt für Landschaftsfotografien. Also das fing da damit an, dass ich mir auf dem Computer diverse Landschaftsfotografien als Backgrounds irgendwo runtergeladen habe. Ja. Und da hat es eigentlich, sage ich mal, angefangen, dass ich mir Bilder ausgesucht habe, die mir gefallen. Da waren natürlich unglaublich kitschige Bilder dabei. Das heißt aber, durchs Internet bist du ja immer irgendwie konfrontiert mit der Fotografie. Das heißt, ich habe immer irgendwie Bilder angeschaut und wenn es mir richtig taugt hat, das Bild habe ich es halt auch gespeichert und habe da halt so ein bisschen in meine Ordner, wo ich halt Bilder abspeichere. Das heißt, das inspiriert mich auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich der Regisseur, kann ich es sagen, versuche ich sehr kreativ zu fotografieren. Das heißt, ich probiere alles Mögliche aus. Also Fotografie ist nicht nur Berge fotografieren. Also das ist so ein gigantisch großes Feld, du kannst ja alles fotografieren. Also von Makrofotografie über Personen, über Objekte, über Essen, über alles. Also, und wenn es nur dokumentarisch ist. Also Fotografie ist schon ein weites Feld, wenn man es ernsthaft betreibt. Heute sowieso, wenn jeder ein Handy dabei hat mit Kamera. Das ist auch so ein Thema, wie was sich jetzt gerade auch verlagert. Das ist vielleicht auch noch was, wo wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen können. Ja, also ich habe immer wieder Ideen mal im Kopf, aber dann gibt es halt auch so Flautephasen, wo halt irgendwie nichts nachgeht und dann stolperst du wieder mal über was. Ich habe auch nicht wirklich so, also klar, die Esche, das ist so, sage ich mal, mein einziges Steckenpferd und Langzeitprojekt. Da mache ich auch heute noch Bilder, aber nur zu ganz besonderen Momenten, wo ich halt abschätzen kann in der Zwischenzeit, jetzt lohnt sich's. Also war zum Beispiel mal vorletztes Jahr, glaube ich, da war es schon relativ warm, also Plusgrade und Schneefall, also so 2, 3 Grad plus, kann es dann trotzdem mal noch schneien. Das heißt, es ist ein sehr bappiger Schnee und der bleibt sehr gut liegen. Und dann war wirklich die Esche, hatte kein Laub oder auch keine Nadeln oder so. Das heißt, da bleibt eigentlich eher der Schnee nicht so gut liegen. Aber das war ein Tag, da kam ich mittags von der Arbeit an einem Freitag und der Baum war noch mit Schnee voll. Und dann musste ich natürlich sofort dahin und den Baum mit Schnee auf den Ästen fotografieren, weil ich das Motiv so noch nicht hatte. So ist Geschichten, aber ich habe immer wieder so Ideen im Kopf, die dann irgendwann 2, 3 Jahre später umsetzen kann oder nicht umsetzen kann, weil das Wetter nicht stimmt, wenn ich dort bin. Das ist ja immer abhängig von vielen Faktoren, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der ganz akribisch irgendeine Liste abackert, sondern ich bin schon sehr, sehr spontan unterwegs. Also ich Okay. entscheide heute, wo ich morgen hingehe und dann mache ich das und ab und zu habe ich so ein bisschen meine To-Do-Liste im Hinterkopf. Aber meistens wird die To-Do-Liste größer als kleiner. Ja. Und bei der Ausrüstung, also entscheidend ist ja nicht unbedingt, aber trotzdem wichtig, worauf achtest du beim Kauf und was nutzt du aktuell? Nikon Also haben wir schon gehört. Nikon haben wir schon gehört, genau. Ich habe dann 2012
die D800 kauft, kurz nachdem sie rauskam, ein paar Monate danach. B3 habe die auch heute noch, bin auch aktuell immer am gucken, was die neuen Kameras machen, zum Beispiel D850, geniale Kamera, auch schon mehrfach mit der fotografiert, weil die ein paar Freunde haben. Jetzt hat Nikon und Canon natürlich die Spiegellosen an den Markt geschmissen. Mit den Sony Alpha 7 bin ich auch schon konfrontiert worden, habe auch ein paar Bekannte, mit denen auch schon fotografiert. Also bin da schon mal am Ball. Muss aber ehrlich sagen, die D800 ist immer noch eine unglaublich geniale Kamera. Die werde ich auch noch eine Weile verwenden. Und jetzt kommt es natürlich, was die Objektive angeht, weil ein Gurkenglas, da kannst du nicht gescheit Fotos machen, sonst hat jeder irgendwas vorne drauf. Das heißt, Optik ist schon auch wichtig, aber kommt immer darauf an, für was. Also Nikon hat den Vorteil, dass sie eben bisher ihr Bajonett nicht umgestellt haben, außer jetzt bei der Spiegellosen, da gibt es ja was Neues. Aber das heißt, du kannst bei Nikon uralte Objektive ohne Adapter oder sonst was weiter verwenden, halt mit manuellem Fokus. Und ihr habt jetzt frecherweise mal meine Objektive gezählt. Ja, circa 30. Das heißt, das sind unglaublich viele alte Raritäten teilweise dabei, teilweise aber auch schlechte Objektive, die aber für, keine Ahnung, 20, 30 € auf eBay gekauft hast. Also ich habe zusammenzählt acht Objektive habe ich mit Autofokus. Also Standardobjektiv 14-24, 24-70, 70-200, so der Standard, dann ein paar Festbrennweiten, ein 35er, ein 50er und ein 85er. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal genau ein Fisheye habe ich noch. Und ja, das sind so die, sag ich mal, mit Autofokus-Objektive. Und der Rest sind alles manuelle Linsen. Und bei Landschaftsfotografie ist das ja gar kein Problem. Da rennt eigentlich nichts weg. Und es ist auch erstaunlich, wie gut man auch mit manuellem Fokus etwas mitfokussieren kann. Weil es dann ja eigentlich genau das macht, was ich möchte und nicht fehlfokussiert oder sowas. Und deswegen habe ich schon ein Faible allein auch technisch für diese Sachen. Muss aber auch dazu sagen, ich bin da auch dazukommen durch jemanden, ich war zeitlang mal in einem Fotostammtisch aktiv und dann auch in einem Fotoclub, also in einem Verein. Und da halt ein paar Leute kennengelernt und einer ist auch heute ein guter Bekannter und Freund und kann ich auch sagen, ist ein bisschen ein Mentor von mir. Mit dem habe ich recht regelmäßig Kontakt und durch den habe ich auch gerade. Der hat einen ganzen Waffenschrank voller Objektive. Also unglaublich tolle Sachen, also weit über dem, was ich habe. Das heißt, bei dem konnte ich mich auch immer ausprobieren und ein bisschen was testen. Und dann habe ich halt selber auch ein bisschen geschaut. Man kann halt ganz klar sagen, bei diesen alten Linsen gibt es ganz, ganz tolle Festbrennweiten. Da kann ich später dann auch noch was dazu sagen, was ich da so für Lieblinge habe. Im Weitwinkelbereich, da ist es mau. Da habe ich jetzt zwar auch wieder dieses Jahr mir eine Festbrennweite gekauft, ein 18 mm, ein altes Nikon aus der 80er Jahre, das erstaunlich gut ist und Größe und Gewicht für 18 mm Weitwinkel ist halt im Vergleich zu den Autofokus-Sachen, wo es heute gibt, sehr vorteilhaft für Berggeschichten. Also deswegen hat es auch damit zu tun, dass ich so Festbrennweiten habe, die nicht unbedingt ultra lichtstark sind. Also das ist ein 18 mm F4. Aber es ist klein und leicht und das hatte ich jetzt halt auch deswegen in Norwegen dabei, weil mir das große 14-24 Zoom einfach zu klobig und zu schwer ist. Das ist mir zu viel gewesen. Und klar, die alten Linsen, gerade die Weitwinkel, haben keine so hochwertige Vergütungen wie heute. Das heißt, die sind wesentlich streulichtempfindlicher oder auch gegenlichtempfindlicher. Das heißt, du kriegst halt teilweise extrem unschöne Flares. Aber den kann man ja auch vorbeugen. Hält man sich einen Finger oder irgendeinen anderen Gegenstand ins Foto und macht halt mehrere Belichtungen und dann kann man das auch wieder etwas eliminieren. Je nachdem, ob man jetzt mit Stativ oder Freihand fotografiert, das kommt halt immer ein bisschen drauf Wie meinst du das mit den Fingern? an. Weiß nicht, ob du es noch nie gehört hast. Also wenn du jetzt eine direkte Gegenlichtaufnahme machst, mit irgendwie abgeblendet und möchtest schöne Sonnenstern irgendwie im Bild haben und die Sonne ist halt irgendwie so leicht diagonal irgendwo in der Ecke, dann kann es halt sein, dass du diagonal durchs Bild einen extrem starken Lensflare kriegst, also diese überstrahlten Lichtpunkte sozusagen.
Und gerade bei Weitwinkel können die ja auch mal extrem unschön groß werden und wirklich Bildbereiche überdecken oder halt einfach sehen nicht mehr toll aus. Und wenn du jetzt das mit dem Stativ zum Beispiel fotografierst und du tust, machst das Bild ganz normal und dann machst du das gleiche Bild nochmal, hältst aber deinen Finger vor das Objektiv, so dass es die Sonne verdeckt. Dann verdeckt es auch diesen Flair und den kannst du dann unter Umständen aus den zwei Belichtungen später rausretuschieren. Ah, cool. Genau. Und welcher Ausrüstungsgegenstand hatte so die größte positive Auswirkung auf das Ergebnis? War es jetzt dein Finger oder gab es da noch was anderes? Der Finger gehört natürlich auch dazu, weil der löst aus. Also ich muss sagen, für ernsthafte Fotografie kommt natürlich auf Tageszeit auch darauf an, aber mit ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand für gute Fotografie ist für mich Stativ, definitiv, weil du einfach sauberer arbeitest, dass es im Wasser ist, dass du das Bild besser kompositionierst, also dass du dir mehr Gedanken über die Bildgestaltung machst, ist jetzt da links ein Baum abgeschnitten oder ist die Bergspitze nur drauf oder nicht oder ja, also du hast einfach, du lässt dir mit dem Stativ ein bisschen mehr Zeit, sage ich mal. Und gerade wenn du schwierige Lichtbedingungen hast, Sonnenauf, Sonnenuntergang oder auch Nachtfotografie, ist Stativ sowieso unentbehrlich. Und nächste wichtige Ausrüstungsgegenstand bin ich selber, weil wenn was nicht passt, dann hat meistens ich einen Fehler gemacht. Also Okay. auch heute noch mache ich mal unscharfe oder verwackelte Bilder und kontrolliere es vielleicht nicht richtig und dann ärgere ich mich. Also das ist schon auch so ein Thema. Also ich bin ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand. Das heißt, das Bild wird nicht besser, wie ich es mache. Ja. Sehr cool. Und gab es dann auch mal so lustige Momente, also zum Beispiel, keine Ahnung, ein Murmeltier hüpft auf deine Kamera oder irgend sowas? Gab es da was? Ah ja, also wenn du gerade zum Murmeltier ansprichst, also ein Ding gab es mal, was auch ja lustig war, beziehungsweise das Bildergebnis war echt schön. Wobei das in der Zwischenzeit ja auch alle ausschlachten, sage ich mal, und zwar Eichhörnchen füttern im Wald. Hm. Und da habe ich halt ich nur so eine Taschenknipse, die ich vom Bekannten geschenkt gekriegt habe. Würde mir selber eigentlich nicht unbedingt eine kaufen, weil mir die Qualität zu schlecht ist. Habe da aber so ein Ding geschenkt gekriegt, eine Canon. Die Canon S100, das ist schon eine betagtere Kamera, aber das Coole ist, bei der kannst du auch sowas ähnliches wie die Magic Lantern drauf machen, nämlich CHDK, das ist auch so ein Firmware-Hack und dann kann die Kamera alles inklusive Tetris spielen. Und dann kann die Kamera Zeitraffer zum Beispiel, also sehr cool, die nehme ich mal mit und lass die nebenher laufen, wenn tagsüber irgendwie tolle Wolken ziehen oder so, kannst du mit so einer kleinen Kamera trotzdem einen schönen Zeitraffer mitlaufen lassen. Und da hatte ich die aufgestellt mit einem kleinen Gyro, wie heißt's? Mit so einem Mini-Stativ halt, habe ich die aufgestellt neben einem Baumstumpf, wo ich ein paar Nüsse platziert hatte und habe die auf Bewegungsmelder gestellt. Da kannst du tatsächlich dir den Wert einstellen, wie viel Bewegung im Bild führt dazu, dass die Kamera auslöst. Und das hat nicht so gut funktioniert, weil das Eichhörnchen sich ja für die Kamera interessiert hat. Ja. Und dann gab es halt ein paar nette Posen, wo ich sie dann das Eichhörnchen erwischt habe, wie es dann gerade so an der Kamera rumschnuppert. Und das war eigentlich, sag ich mal, ein ziemlich cooles Motiv. Aber ich habe noch einen anderen lustigen Moment, ist mir noch im Kopf. Und zwar auch ein Fotofreund aus Ravensburg, mit dem ich auch schon ab und zu mal eine Bergtour mache. Und da waren wir unterwegs auf dem Steineberg abends. Zum Sonnenuntergang waren, aber ein bisschen spät dran, haben es zum Sonnenuntergang nicht geschafft. Dann waren wir halt da oben, haben so die Abenddämmerung und dann später ging über dem Gründen der Mond auf. Weiß nicht, ob es Vollmond war, aber auf jeden Fall schon ziemlich hell. Auf jeden Fall sehr schön, aber es war relativ kalt. Es war im Frühwinter auch, da hat es schon ein bisschen Frost und so Restschnee gehabt. Und er lernt auch noch relativ viel oder ich darf ihm auch noch viel beibringen. Und dann haben wir da oben irgendwie so einen Running Gag gehabt. Das kennen sicher viele von Louis de Funès, von diesem Schauspieler. Nein, doch. Oh. Und das war irgendwie so der Running Gag. Ich habe ihm was erklärt und er sagt dann nein. Und ich so, doch. Und er, oh.
Und das hat uns irgendwie die kalte Zeit auf dem Warten, bis der Mond aufgeht, ein bisschen versüßt, dass man es halt echt lustig gehabt haben da oben. Ja, genau. Sehr cool. Jetzt hast du gerade gesagt, er lernt noch von dir oder du bringst ihm noch was bei. Welchen Rat würdest du denn geben, um bessere Bergbilder zu fotografieren? Es hat auch schon ein Fotograf, der mehr im Personenfotografie unterwegs ist, den sehr viele kennen werden, die sich ein bisschen mal mit Tutorials und Fotografie beschäftigt haben, der Calvin Hollywood. Ist jetzt überhaupt nicht Bergsport oder sonst was, aber den dürften, was Aber Photoshop auch angeht, viele kennen. lustiger Typ. Lustiger Typ, und der hat mal in einem kurzen Video, das ist 1,5 Jahre her, das habe ich auch schon ein paar Leuten geschickt, die eben auch gerade irgendwie anfangen zu fotografieren, und bei ihm kommt auch eine Aussage, und das kann ich absolut teilen: viel fotografieren. Also am Anfang einfach nicht draufhalten, sondern viel ausprobieren, viel machen, sich weiterentwickeln, konzentriert auch, also dass man sich halt Gedanken drüber macht ein bisschen. Auf keinen Fall alles, was man fotografiert hat, hochladen. Und da kenne ich auch so einen Kumpel, der fotografiert ganz fleißig gerade und lädt dann alle Ergebnisse hoch. Und das finde ich nicht so gut. Das sollte dann schon, man sollte dann schon aussortieren, was von den 10, wo man es da gemacht hat und bearbeitet, ein oder zwei raussuchen, die wirklich top sind und die dann hochladen, aber nicht alle. Also wirklich selektiv und nicht die Masse. Selektiv, ja. Das ist ja auch heute so, dass man macht ein Motiv und dann macht man es nochmal und eine andere und dann nur abgeblendet und Offenblende und das und hin und her, aber irgendwo muss man halt doch ein bisschen aussortieren. Wie Ja, ist da? weiter, bessere Bilder, also sich immer weiterentwickeln. Also das Niveau ist bei mir nach wie vor so, mein Niveau liegt immer höher wie das, wie ich es hinkriege. Also ich krieg's dann zwar, ich bin sehr akribisch und sehr genau, deswegen braucht es auch manchmal länger, bis ein Bild fertig ist, für meine Begriffe. Und dann, ja, was ich auch noch aufgeschrieben habe zu der Frage, ist, probieren vor dem Fragen. Also das kostet ja nichts, die Kamera anmachen und das ausprobieren. Also es gehört schon irgendwie ein Wille dazu, sage ich jetzt mal, ein Antrieb, dass ich sage, okay, wie könnte das denn sein? Und ich muss ganz klar sagen, autodidaktisch ist für mich sehr wichtig, also ich habe nie einen Workshop oder sowas besucht, sondern mir halt immer die Sachen zusammengesucht. Also das heißt schon auch mir den Aufwand macht und nach Fragen, die ich nicht verstehe oder so gesucht oder auch in einem Forum im Internet irgendjemand gefragt oder eben in einem Fotoclub sich mit anderen austauscht. Also das finde ich schon auch wichtig, dass man gerade was Fotografie angeht, irgendwie einen Ansprechpartner, einen Mentor, von dem man was lernt. Also ich habe mindestens zwei Mentoren, sage ich mal. Also einer definitiv und der andere eher, was die Natur und die Botanik und die Tierwelt und so angeht. Von dem lerne ich viel. Und das ist halt immer so ein Geben und Nehmen. Die sind am PC beide nicht so fit. Da hilft denen viel. Regelmäßig ihre Sicherungen machen, Systeme ein bisschen aufpimpen, eine SSD einbauen und so weiter. Und im Gegenzug ist man halt mit denen ein bisschen unterwegs und lernt von denen, wie die so ticken. Und welche fotografischen Fähigkeiten hast du dir so in den letzten Jahren eingeeignet? Also, wo du gesagt hast, ja, jetzt sind meine Bilder wieder besser geworden. Also bei mir kann ich fast sagen, so in den Jahren, also es gibt viele Fotografen, die wesentlich schneller lernen, in wenigen Jahren da richtig gut werden. Bei mir kann ich sagen, es ist sehr Step by Step gegangen, also sehr langsam. Langsam und stetige Weiterentwicklung. Was ich mir angeeignet habe, dass es zur Routine wird und dass du vor allem, das habe ich gemerkt, gerade bei Eventfotografie, also ich war zeitlang sogar auch jahrelang als Partyfotograf für die Allgäuer Zeitung unterwegs oder für ein Partyportal der Allgäuer Zeitung. Und wenn du dann Bühne fotografierst und dann mal wieder Publikum mit Blitz und Bühne, also die on stage praktisch, die Sänger oder Musiker ohne Blitz und dann wieder Partygäste mit Blitz, du musst ständig deine Kamera umstellen. Und das hat mir auch dazu geholfen, dass ich meine Kamera eigentlich blind bedienen kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Du stehst an einem Sonnenuntergang, hast kaum Zeit oder so, es geht irgendwie oder eine andere Situation. Sportfotografie ist sehr schnell. Die Lichtverhältnisse ändern sich ständig, zum Beispiel, egal je nachdem, wo du gerade bist. Das heißt,
die Kamera auswendig kennen und blind bedienen können, also zum Beispiel auch nachts, ist sehr, sehr wichtig. Also nachts bei Mondaufgang oder bei Sonnenaufgang dann da in der Einstellung irgendwas suchen, weil man das vergessen hat, wie das geht, das ist der falsche Zeitpunkt. Also die Kamera muss man kennen, die man hat. Und gibt es noch etwas, was du lernen möchtest? Also es ist ja ein stetiges Lernen, hast du ja auch gesagt, aber gibt es da irgend so eine Sache? Also bei mir zum Beispiel ist es die Nachtfotografie, die ich mir in den nächsten Jahren, sage ich mal so, peu à peu aufbauen will für mich. Gibt es da bei dir auch so etwas, was du sagst, das möchte ich mal gemacht haben, das möchte ich können? Also gemacht habe ich schon ziemlich viel. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Das ist zum Beispiel Makrofotografie. Das ist ein unglaublich weites Thema, weil du da, gerade was das Licht angeht, irgendwann sehr schnell an Grenzen kommst. Also Makro zum Beispiel Insekten oder sowas oder Pflanzen. Also Pflanzen ist vielleicht jetzt nicht so detailliert, also da hört es irgendwann ein bisschen auf, sage ich mal, aber gerade was Insekten und Kleintiere angeht, das ist sehr, sehr interessant. Allerdings gibt es dann auch viele, die dann das arrangieren oder im Studio sozusagen fotografieren und nicht draußen, wo dann ein Wind geht und der Grashalm sich bewegt und so weiter. Also Fokus-Stacking für Makrofotografie, das ist sehr anspruchsvoll, habe ich aber doch schon ein, zwei Ergebnisse hinkriegt, eben einen Schmetterling, der auf einem Grashalm sitzt und noch vollständig mit Tautropfen bedeckt ist und noch schläft, früh morgens in einem Moorgebiet im Allgäu. Okay. Und damit du da eine Tiefenschärfe hinkriegst, weil du relativ lange Belichtungszeiten brauchst und da darf eigentlich null Wind sein, sonst keine Chance. Und da habe ich dann versucht, ein Fokus-Stacking zu machen, allerdings ein manuelles. Also das heißt, Fokus-Stacking ist, ich verändere von Bild zu Bild die Fokusposition. Also das heißt, ich gehe ganz minimal näher ran oder weiter weg und mache mehrere Tiefenschärfe Bilder und kann die später mit einer Software zusammenstitchen und kriege dadurch mehr Tiefenschärfe auf dem Objekt. Hast du Da schon mal kommt gehört? nein, aber das wäre dann so eigentlich die nächste Frage: Wie bearbeitest du deine Bilder nach? Da kam jetzt ein Haufen Stitching und Software und so weiter. Also, Ja, ich bin genau. da Also, gerade mit Photoshop und Lightroom unterwegs. Das war's dann. ja. Also für Stacking gibt es tatsächlich tolle Software, die ist, glaube sogar kostenlos. Nee, warte mal, die App ist kostenlos, aber du brauchst ein. Nee, die App kostet was, aber die Software ist kostenlos. Oder wie war es denn? Kannst du mir da nochmal den Link schicken, dann Ja. Also tue ist ich ein mir das sehr jetzt mal. interessantes Thema, weil Makro ist halt einfach, umso näher du dran bist, umso weniger Tiefenschärfe hast du. Da kannst du auch auf Blende 11 gehen oder so, das bringt dann nicht viel, da sind dann halt trotzdem bloß 1,5 mm Schärfe. Und da kriegst du nicht mal ein Insektenauge scharf. Das heißt, da brauchst du dann halt schon 4, 5 Bilder, dass nur das Auge von einem Insekt scharf wird. Und da ist natürlich dann die Schwierigkeit, wenn sich das Ding bewegt, dann ist es rum. Allerdings sind die Softwares natürlich heute schon sehr gut, die machen das fast automatisch. Natürlich gibt es dann ein paar kleine Abweichungsfehler oder sowas, aber wie gesagt, das ist ein Thema, wo mich noch fasziniert und wo ich noch ein bisschen ausbauen will. Und was dann noch dazu kommt, ist zum Beispiel ein Tilt-Panorama. Weiß nicht, ob du den Begriff Tilt-Shift schon mal gehört Das hast. ist dieses, was so aussieht wie Modelleisenbahn, oder? Richtig, aber es ist eben nicht nur, dass es aussieht wie Modelleisenbahn, sondern früher war eigentlich jedes Balgenobjektiv, also diese Ziehharmonika-Kameras, die waren ja praktisch Tilt-Shift. Also Tilt heißt ja verschieben und, nee, andersrum. Tilt heißt kippen und Shift heißt verschieben. Und das hat auch einen ganz klaren Grund, warum man das so früher gebaut hat und nicht einfach eine Kiste, wo man einfach nur fokussieren kann. Man hat halt sich mit der Optik damals schon beschäftigt, was man mit der Fotografie machen kann und hat festgestellt, das Shift braucht man zum Beispiel eigentlich bei Architekturfotografie. Wenn ich stehe unten und fotografiere ein Haus und stehe relativ nah dran und muss ein bisschen nach oben fotografieren, ich habe sofort stürzende Linien. Und das sieht nicht immer vorteilhaft aus, außer ich will das so.
Das heißt, für professionelle Architekturfotografie ist ein Shift-Objektiv kein Fehler, weil ich da die stützenden Linien begradigen kann. Das Tilt gibt zum einen diesen Unschärfeeffekt, diesen Miniatureffekt, aber auf der anderen Seite ist es möglich, mir die Schärfenebene auf eine bestimmte Ebene zu legen. Und jetzt ist das in der Landschaftsfotografie folgender Fall: Wenn ich mit 24 mm Landschaft fotografiere, muss ich mindestens Blende 11 haben, dass es von einem Meter bis unendlich scharf ist. Also die klassische hyperfokale Distanz, wenn du dir das was sagt. Noch nicht wirklich, aber ich werde viel Ja, also googeln. es gibt, muss schon sagen, das hättet ihr am Anfang eigentlich auch schon erzählen können, ich bin schon ein bisschen technikaffin und auch ein bisschen Technik-Nerd, sage ich mal, auch die Verliebtheit zu dieser alten Mechanik von diesen alten Objektiven, die teilweise sensationell sind. Also das ist Lego-Spielen für Große, weil ich halt auch teilweise schon in Anführungszeichen kaputte oder schwergängige Objektive gekauft habe und die dann vollständig auseinanderbaut, gereinigt und wieder zusammenbaut. Und eben das Tilt kann ich gezielt einsetzen, dass ich schräg nach unten die Landschaft fotografiere, was ich so damit abblenden nicht mehr scharf kriegen würde. Aber wenn ich leicht tilte, verändert sich also praktisch das Objektiv ist nicht mehr parallel zur Sensorebene, sondern gekippt. Und dadurch ändert sich die Schärfenebene, die kippt auch sozusagen. Das kann man auch kompliziert ausrechnen und sonst was, aber in der Praxis reichen da ein paar Grad, dass ich das Objektiv kipp und trotzdem etwas abblende und dann kriege ich mehr Schärfe von vorne bis nach hinten. Geht natürlich aber auch nicht mit jedem Objektiv, ist logisch, weil ein normales Objektiv hat einen festen Anschluss, da kann ich gar nichts machen. Und wenn ich den da jetzt irgendwas zwischen reinbastel, dann komme ich nicht mehr auf unendlich Schärfe. Das geht dann wieder zum Beispiel nur bei Spiegellosen, deswegen haben die da wieder einen Vorteil. Habe ich aber noch nicht, deswegen habe ich ein Mittelformat-Objektiv, ein altes russisches, nee, das ist gar kein russisches, das ist ein Carl Zeiss Jena. Objektiv noch, ein 50 mm Objektiv und ein 80er wieder. Die kriegst du auch für ein Appel und ein Ei im Verhältnis zu heutigen Objektiven. Die waren früher schweineteuer, sind optisch teilweise sehr gut und die haben sozusagen einen größeren Bildkreis. Also das, was die hinten, die sind natürlich auch groß und schwer, aber das, was hinten rauskommt, belichtet sozusagen mehr Fläche. Das heißt, dadurch kann ich mit dem Objektiv vor meiner Kamera ein bisschen rumturnen, ohne dass sie da in den ungünstigen Randbereich kommen, dass es segmentiert oder sowas. Und jetzt kommen die Russen, von denen gibt es einen Adapter, wo ich dieses Objektiv, weil das so groß ist, auf meine Nikon adaptieren kann und eben kippen bis 8 Grad. Und das ist eben sehr spannend, da kannst du eben so Miniatureffektbilder natürlich auch machen, aber du kannst auch gezielt die Schärfenebene umsetzen oder verlegen. Und das ist auch ein Thema, wo sehr speziell ist und da habe ich eigentlich schon länger was vor, eben eine blühende Blumenwiese. Aber dann sollte die Blumenwiese halt relativ eben sein, also flach, dass der Winkel sich nicht großartig ändert und dann wäre halt eben mit 50 mm ein Tiltpanorama, das wäre so ein Highlight, wo ich eigentlich umsetzen will, weil ich halt eine hohe Auflösung generiere und trotzdem Schärfe. Ja, also das ist Okay. so die Zielidee. Aber Aber das, nochmal zur Bearbeitung. Also machst du das dann mit Photoshop oder Lightroom? Wie machst du die ja, Bearbeitung? erzähl dir da auch was. Also bin grundsätzlich mit Photoshop groß geworden, schon seit Version 6 eigentlich. Also doch schon eigentlich schon vor der Fotografie habe ich mit Photoshop gearbeitet. Das heißt, ich bin natürlich absolut Photoshop. Benutzt auch den Adobe RAW Converter, habe auch Lightroom drauf. Also ich habe schon die Creative Cloud Abo, Photoshop und Lightroom. Lightroom benutze ich aber eigentlich gar nicht. Ich installiere zwar immer die neueste Version und muss da auch immer wieder mal rein und irgendwas suchen, weil irgendein Kumpel das nicht findet. Und dann muss ich halt nachschauen, wie das geht in Lightroom. Lightroom hat Vorteile und Nachteile. Kann ganz kurz sagen, was für mich die Nachteile sind, warum ich es nicht nutze. Also grundsätzlich ist die Bearbeitung vom RAW Converter genau dieselbe wie im Adobe RAW, also im Adobe RAW Converter für Photoshop. Im Prinzip genau das gleiche. Kein Unterschied.
Nur sind die zusätzlichen Werkzeuge, die dann in Lightroom habe, wie diese Pinsel und irgendwelche Maskengeschichten, was man da noch ein bisschen drumherum machen kann, also so partielle Bearbeitung, die sind mir zu wischiwaschi. Also grob, ungenau. Und da bin ich halt, ich entwickle mein Bild im Photoshop RAW Converter und dann ist in Photoshop und dann werden halt auch teilweise lokale Anpassungen gemacht. Das heißt, irgendwie der Himmel noch ein Ticken dunkler und vorne noch ein bisschen aufhellen, zusätzlich, aber halt sehr partiell, sehr genau. Also gibt es dann das Thema Luminanzmasken oder überhaupt Masken in Photoshop, was ich schon sehr, sehr lang verwende und was auch bei den Amis ziemlich populär ist, diese Luminanzmaskengeschichte. Da kannst du auch ein Fass aufmachen, wie gut dann aber auch die Ergebnisse sind. Also das ist eigenes Thema. Aber sehr zeitaufwendig. Wie lange hängst du da an so einem Bild bei der Bearbeitung? Ganz unterschiedlich. Also kommt echt drauf an. Also es gibt, ich sehe ja ungefähr den Kontrastumfang und die Lichtsituation und oft ist ein Bild schon ein Einzelbild, aber es gibt natürlich auch Situationen, wo ich auch HDRs mache, aber natürlich schaue, dass die HDRs nicht als das verschriene HDR hinten rauskommen, sondern doch sehr authentisch oder neutral. Also die, sage ich mal, die Grenzen des Sensors etwas ausweiten, aber nicht das Bild überzüchten. Und da kommen natürlich auch noch andere Tools dazu. Also für Panoramas natürlich zum Beispiel PTGUI oder Hugin. Für HDR bin ich aktuell bei SNS HDR, heißt es. Es gibt aber auch noch massiv viele andere, aber das ist das Einzigste, wo ich momentan klarkomme. Gibt gerade in der Werbung überall auf Facebook wieder zugemüllt Aurora HDR. Einmal runtergeladen, ausprobiert, selbst bei den niedrigsten Einstellungen total überzüchtet und übersättigt grundsätzlich. Also taugt mir gar nichts. Okay. Aber ist ziemlich populär und alle finden es toll. Dann nochmal zum Lightroom. Ich habe einen Bekannten, der ist, ja, kann man sagen, Biologe im Sinne, also er hat nicht gelernt, er hat es sich selber angeeignet, während seine Freunde das studiert haben. Der gilt hier vor allem auch im Allgäu, eigentlich sogar in fast ganz Bayern oder Süddeutschland als Libellen- und Schmetterlingsexperte. Also der muss immer erst überlegen, wenn er mir den Namen vom Schmetterling sagen muss, wie der auf Deutsch heißt, weil er weiß ihn eigentlich nur Lateinisch. Also auch ein Freak in seinem Gebiet und er ist unglaublich akribisch, hat sogar seine Analogbilder von früher alle eingescannt und alle verschlagwortet in Lightroom und alle kartiert. Also das heißt, er weiß von jedem Bild auch seinen Standort, also die GPS-Daten. Er tut grundsätzlich, er hat eine Kamera mit GPS-Tracker und die andere tut er praktisch mit seinem GPS-Gerät synchronisieren. Für sowas, wo man sehr akribisch mit Schlagwörtern, der gibt dann einen Lateinamen von einem Schmetterling ein und dann spuckt es alle Bilder aus, das ist natürlich genial. Wenn das von Anfang an durchgehend machst, Verschlagwortung in Lightroom und Katalogsortierung, wenn du was suchst, super genial. Ich brauche ein bisschen länger, bis ich was finde, aber ich muss sagen, ich trainiere lieber mein Gehirn als irgendein Programm. Also, ich habe ganz klassisch rückwärts geschriebenes Datum als Kategorisierung oder eine Kategorisierung, eigentlich grob Kategorisierung, Alpin, Landschaft, Sport, Freizeit, Veranstaltungen, Hochzeit, Freunde, so grob Kategorien und da drin dann halt eventuelle Unterkategorien oder dann Ordnern nach Datum, also Jahr, Monat, Tag und dann die Beschreibung, was da passiert ist oder was da war. Und die Ordnerstruktur ist halt, sei mal, zeitlos. Wenn jetzt Lightroom tatsächlich irgendwann sagt, puh, das Programm taugt mir nicht mehr, ich will was anderes oder es gibt was Besseres oder Alternative, was willst du mit der Datenbank dann machen? Also die kompilieren auf was anderes ist wahrscheinlich unglaublich kompliziert oder gar nicht möglich. Also schwierig, ja. Und von dem her habe ich einen sehr einfachen Bildbetrachter, mit dem ich sozusagen meine Bilder durchgehe, der heißt Fast Stone Image Viewer, das ist Freeware für die private Nutzung. Und der heißt Fast Stone und das ist er auch. In jeder RAW-Datei ist eigentlich ein JPEG-Vorschaubild integriert. Das wir meistens auch sehen, wenn wir es auf der Kamera anschauen.
Und das Bild liest er aus und das eigentlich mit null Zeitverzögerung. Das heißt, du kannst zwischen Bildern switchen und da die Schärfe kontrollieren auf 100% und kannst da hin und her schalten und da ist keine Zeitverzögerung. Das ist was, wo ich nicht missen möchte. Wenn da auf Lightroom oder so überlegst, du stellst in Lightroom halt deine Grundentwicklung ein und dann rechnet der dir für alle Bilder die Thumbnails. Natürlich kannst du auch einstellen, dass er die in Originalgröße rechnet, aber das braucht Unmengen Speicher und dauert unendlich lang. Und eben Freund eben, der nach wie vor mit Lightroom arbeitet, in Architektur und Panoramafotografie, und bei dem ist es anstrengend lange, bis Lightroom so ein Bild gerechnet hat. Also für Gras, für große Bilder und Panoramafotografie, Lightroom kannst du vergessen. Da kommst du so schnell an Grenzen, geht nicht. Okay. Also macht keinen Spaß. Ja. Gut. Gibt es denn irgendwo so, also du kennst dich ja sehr gut aus mit Technik und so weiter, aber gibt es irgendwo so schlechte Ratschläge oder falsche Annahme, die in der Welt rumkursieren, wo du sagst, so ein Quatsch? Zum Beispiel, du musst unbedingt eine fette Kamera haben, sonst kannst du keine guten Bilder machen. Ja, das stimmt zum Beispiel auch nicht. Also, ich weiß nicht, den kennen auch viele vielleicht, der 1972 aus Hamburg, der Paddy Ludolf. Der hat zum Beispiel auch mal eine fette Hasselblad ausgeliehen und sein Kommentar, einer der ersten Kommentare dazu war, man kann auch mit einer teuren Kamera Scheißbilder machen. Die Technik, ich habe mir aufgeschrieben, immer die neueste Technik haben zu müssen, das ist definitiv eine falsche Annahme. Also sie kann auch heute noch, ich habe jetzt gerade vor kurzem war bei uns hier im Ort ein Musikfest, also nicht das mit den Alphörnern, ein anderes, ein normales Blechmusikfest. Und da war ich als Eventfotograf sozusagen mit einteilt. Und da habe ich meine D300, meine alte, mit dabei gehabt, nicht unbedingt als Backup-Kamera, da habe ich halt ein Objektiv fest drauf gehabt und habe mit der halt nebenher auch fotografiert. Was dafür völlig ausreichend ist. Natürlich, klar, tue ich mir leichter, wenn ich eine tolle neue Kamera habe, aber wenn ich zurückschaue, ich habe auch mit meinen alten Kameras teilweise sehr, sehr gute Bilder gemacht. Also es ist dann eher die Kreativität, wie ich es umsetze oder wie ich es hinkriege. Klar, die Bilderbearbeitung wurde auch besser, kann ich auch sagen. Also gerade der Adobe RAW Converter, wenn ich jetzt heute alte D300 Bilder oder sogar D80 RAW Bilder, wenn ich die mir anschaue, da kann ich heute mehr rausholen, weil die RAW Converter besser geworden sind. Aber eben was, ja, was kursiert, kann ich halt nicht sagen. Aber wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ich fotografiere nur JPEG, das reicht mir, okay, habe ich auch sehr lange gedacht. Viel zu lange, leider. Hätte mir gern gewünscht, das früher umgestellt zu haben. Also, wer ernsthaft Fotografie betreibt und nicht mit RAW fotografiert, der hat das Thema nicht verstanden. Es ist einfach, JPEG hat halt nur 8-Bit Farbtiefe und RAW hat halt im Normalfall 16-Bit oder sogar darüber hinaus, was Bearbeiten angeht. Das heißt, ihr habt da einfach eine Farbtiefe, die mit JPEG einfach nicht funktioniert. Wenn das Bild fertig bearbeitet ist, kann ich es zwar eindampfen und wieder runterrechnen. Ja, und dann habe ich auch noch einen Falschratschlag, der gerade in der Werbung massiv kursiert, aber das ist ein extra Thema. Dass man mit einem aktuellen Handy jetzt profifotografisch, weil das drei Kameras hat, wie jetzt das aktuelle P20 oder so. Also das wird gerade massiv beworben, bist Profifotograf, wenn du dieses Handy oder diese Kamera hast, dann bist du der beste Fotograf überhaupt. Nee, du musst das Bild ja immer noch machen. Also das heißt, die beste Kamera bringt dir nichts, wenn du sie nicht bedienen kannst oder kein Händchen dafür hast oder Das unbedacht. Auge fehlt. Genau. Ja. Jetzt möchte ich noch eine Story hören. Und zwar gibt es so das beste Bild, wo du sagst, das ist so mein Lieblingsbild oder das ist das Beste, was ich bisher gemacht habe. Und gibt es da eine Geschichte dazu? Oder wie ist die Geschichte, wie ist es entstanden? Die Frage, wenn man sich angeschaut, also sehr schwierig. Also das beste Bild gibt es definitiv nicht. Okay. Also das ist, also es gibt ein paar Highlights, sage ich mal, die mir auch aufgeschrieben habe oder die mir im Kopf rumschwirren, wo ich ja sehr gutes Feedback gekriegt habe oder auch ein bisschen stolz drauf sein darf, dass das so funktioniert hat.
Ja, das sind dann meistens nicht unbedingt Einzelshoots, sondern eben was Aufwendigeres, eben zum Beispiel ein Panorama. Von dem kann ich behaupten, das war im Nachhinein ein tolles Erlebnis. Das kann ich auch kurz erzählen, die Geschichte vielleicht. Also, ich habe 2015 oder so war das, hatte eine Knieentzündung, gekoppelt mit einer Gürtelrose. All in one. Keine Ahnung, wie es dazu kam. Ich bin irgendwie mit einem schweren Rucksack bei mir hier auf den Hausberg zum Sonnenuntergang nach der Arbeit und habe mich irgendwie ein bisschen zu gewaltsam mit dem Fahrradl verdappt. Das heißt, da bin ich mir das Knie überlastet. Und beim Runterlaufen dann wieder, also runterlaufen vom Turm, ich war oben auf einem schwarzen Grat. Das ist ein Aussichtsberg bei mir hier ums Eck. Und beim Runterlaufen vom Turm, ich konnte hier nicht laufen, hatte ihn noch nie so und dachte, was ist jetzt los? Das mit dem Knie hat sich dann aber ein bisschen verlaufen und dann kam eben nur kurz eine Gürtelrose zwischen rein. Das ging aber auch recht gut weg, aber das Knie ist länger anhaltend blieben. Hat sich dann in den Winter reinzogen. Ich war dann relativ frühzeitig wieder am Gletscher beim Skifahren unterwegs und es ist einfach nicht weggegangen. Und dann ist es beim Skifahren wieder stärker geworden und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt muss ich doch zum Arzt, es geht nicht weg. Und dann war klar, ja, Knieentzündung und soll jetzt mal halblang machen. Und dann habe ich auch wirklich ein bisschen Auszeit genommen, bis ich dann am spätes Ende der Saison wieder mit bin zum Skifahren, wieder am Gletscher. Und da habe ich dann aber trotzdem gemerkt, ich kann nicht den ganzen Tag durchgehend fahren oder halt nicht. Und dann habe ich mich schon am Vormittag mal, wir sind eben relativ häufig im Pitztal, Pitztaler Gletscher. Und die Kulisse zur Wildspitze, auf der ich auch schon mal oben war, gigantische Kulisse, die fotografiere ich seit 2007, wo ich das erste Mal dort war, immer wieder. Die ähnliche Kulisse ist immer wieder anders. Die Seracs, wo da so ums Eck driften in der Kurve vom Taschachförner, das sind einfach faszinierend. Und an dem Tag habe ich dann zu den Kollegen gesagt, du, ich mache jetzt Auszeit, hock mir oben hin, mach ein bisschen Brotzeit. Hat Kameraausrüstung dabei, vorsorglich mit ein paar Objektiven, weil ich wusste, ich kann heute eh nicht den ganzen Tag fahren. Und bei mir ist tatsächlich so, je nach Situation und Lichtverhältnisse und Sichtverhältnisse entscheide ich, wie viel Brennweite ich einem Motiv schenke. Ja, also wenn ich zum Beispiel auch weiß, es ist heute sehr diesig, dann nehme ich schon mal keine Tele mit. Also je nachdem. Diesig mit Sonnenuntergang kann auch schön sein, klar. Aber in dem Fall war es halt so, ich hatte ein paar Objektive dabei, auch ein paar längere Brennweiten, aber alte Objektive wieder mal, die aber richtig gut sind. Und dann habe ich da diese Situation von diesem Gletscher mit der Wildspitze in drei, also mehrere Varianten, aber die finale Variante, die dann bearbeitet wurde, war mit 135 mm, dreireihig, über 50 Bilder. Nur mal so als Hausnummer. Freihand, weil auf dem Gletscher oben hast du volle Sonne, Blende 11, ein Tausendstel Sekunde bei normaler ISO, also gar kein Problem, das Freihand zu machen. Musste auch schnell gehen, weil da relativ viel tiefe Wolkenfahnen oder halt so Nebelschwaden reinzogen sind. Und wenn die sich bewegen, ist so Panoramafotografie doch recht anspruchsvoll, weil du sonst später beim Zusammenfügen, wenn die Wolken nicht mehr zusammenpassen, weil du zu langsam warst, das ist dann schwierig. Lange Rede, auf jeden Fall ist das Panorama im Final um die 600 Megapixel aus 50 Einzelbildern. Also doch schon recht gewaltig, aber sehr klares Licht und viel Details. Und eben jetzt kommt das Highlight, was mir für mich das Bild was Besonderes ausmacht. Es sind über 70 Personen auf dem Gletscher erkennbar, die zur Wildspitze Skitouren. Wo? Also wirklich so immer wieder Grüppchen im Entenmarsch, aber halt wirklich faszinierend. Und mit dieser alten Optik siehst du trotzdem, der macht gerade einen Schritt und die stehen gerade und da wühlt einer gerade in seinem Rucksack rum. Also du kannst wirklich die Personen erkennen. Und dann, ja, wie lange war das später? Ich glaube, der Sommer danach habe ich mal einen Anruf gekriegt von einem, ja, von einem Kumpel, einem ehemaligen Klassenkamerad, die sich selbstständig gemacht haben als Architekten.
mit einem anderen zusammen, ja, der ruft mir an, ja, ob ich irgendwie Interesse hätte, mal eine Fotoausstellung zu machen. Und das war ich, ja, wann denn? Ja, im Oktober. Und es war irgendwie im Juni. Und ich so, boah, also so kurzfristig müssten wir erst mal ein Thema überlegen und wieder vorbereiten und so. Ja, keine Ahnung. Und ja, wollen wir mal zusammenhocken. Und dann haben wir das gemacht und haben uns das auch angeschaut. Und letztendlich ging es darum, wie haben ein altes Gebäude, das abgerissen werden soll, als Plattform benutzt, um ihr Bauvorhaben zu bewerben, weil sie das selber vermarkten wollten. Und in dem Gebäude haben sie dann zwei Künstler eingeladen, eben mich und einen Maler oder Zeichner, auch ein Jüngerer, der Architektur studiert. Und dann durften wir uns in dem Haus austoben und durfte ich auch eine Fotoausstellung machen. Und das war früher im unteren Erdgeschoss, war eine Arztpraxis, das heißt weiße Wände, weiße Decke. Super Voraussetzung für eine Ausstellung. Und dann, weil das Haus eh abgerissen wird, durfte ich davon dann alles machen und überall dübeln und sonst was. Und ich habe gleich gesagt, also wenn ihr Ausstellung macht, dann groß, weil Panorama ist für mich doch irgendwie wichtig. Und das größte Bild, eben diese Gletscherlandschaft letztendlich, die wollte ich am Anfang gar nicht reinnehmen, aber irgendwie kam es dann doch dazu. Die wurde dann auf 3,30 Meter mal 1,10 Meter gedruckt. Mit 600 Megapixel, das sind dann im Detail über 300 dpi, wenn dir das was sagt. Also so scharf wie eine Postkarte. Also du konntest weit wegstehen, aber auch nah hingehen und zwar wirklich ist alles knackscharf. Das Bild hängt bei mir im Hausgang oder im Treppenaufgang. Und auch das Feedback zu diesem Bild war überwältigend. Also war eine Person dabei, die hat gesagt, also sie hasst den Winter, es geht überhaupt gar nicht. Schlimmste Jahreszeit, es ist schon zu kalt und rar. Aber für das Bild wird sie ein Büro bauen lassen, wo das dann hängt. Und dann hat er gesagt, ja klar, also wenn das Büro fertig ist, ich bringe das Bild dann schon vorbei. Das ist kein Problem. Also bin von dem Bild immer wieder selber fasziniert, wenn wie viele Details da siehst oder erkennen kannst. Und das ist, sag ich mal, was, wo ich meine akribische Arbeit, wo sich das ein bisschen auszahlt hat, so gesehen. Aber sonst vom Berg-Moment her gibt es ein Thema, was jetzt auch, wo gerade wieder ein bisschen bei mir Thema ist, weil da gerade ein Vorfall war, wo ich mich gerade wieder mit der Geschichte auseinandersetze, und zwar Neuschwanstein im Nebel. Ich weiß nicht, ob du über das Bild schon mal gestolpert bist oder das schon mal gesehen hast bei mir irgendwo auf 500 Nicht aktiv, also ich kann mich nicht dran erinnern gerade. Also Neuschwanstein, wissen wir alle selber, gibt es unzählige Bilder und es hat doch irgendwie einen Bergbezug, weil es eben am Berg ist. Und es war 2014 im November, war halt tolles Obheiterwetter, unter der Woche schon. Und es gibt ja, kennst du Foto-Webcam? Die auf den Tourismusseiten sind, oder? Nee, die Seite Foto-Webcam.eu. Ah, nee, kenne ich nicht, nee. Das ist eine Pflichtseite, die musst du dir aufschreiben. Die ist für jegliche Bergsportaktion oder für jegliche Bergaktion, die irgendwie früh oder spät ist, von Wichtigkeit. Das sind Webcams, die alle 10 Minuten ein Bild machen, aber das ist ein kleiner Spiegelreflex. Das heißt, die macht auch nachts Bilder. Also das heißt, du kannst rund um die Uhr nachschauen, wie sind jetzt die Sichtverhältnisse, wo hängt der Nebel. Es gibt eine auf dem Tegelberg, eine auf dem Nebelhorn, eine auf der Skiflugschanze, am Fellhorn, auf dem Andelsbuch, das ist Richtung, also Bregenzer Wald schon fast. Oder nee, Vorarlberg, nee, doch Vorarlberg. Und Bregenzer Wald, was ist jetzt Bregenzer Wald? Ja. Auf jeden Fall gibt es im Allgäu, sage ich mal, schon relativ viele und im ganzen Alpenraum sind es jetzt, boah, weiß nicht, 80, 90, sind oft natürlich Skibetriebe, aber oft auch in Kombination mit einem Lawinendienst, also dass die halt dort auch Schneebeobachtungen und so weiter machen können. Und die vom Tegelberg war eine der ersten im Allgäu. Und auf der konnte ich immer super sehen, wie sind die Lichtverhältnisse und Sichtverhältnisse. Und dann wusste ich halt, in Füssen ist wieder Nebel und bei mir daheim nicht. Okay. Und dann wusste ich schon ein paar Tage vorher, boah, da gibt es ein paar Minuten abends, wo dann der Horizont so dunkel wird, dass unten der Nebel von den Städtchen schon leuchtet und das dann ungefähr gleich hell ist.
Und irgendwie sah das so faszinierend aus mit dem Nebel. Und da war mir klar, da muss ich jetzt dann mal hin. Und da war das wirklich ein paar Tage hintereinander, so ein schönes Wetter. Und dann habe ich irgendwie entschieden, so, jetzt fahre ich nach Füssen. Das geht jetzt nicht. Und dann bin ich zum Schloss hoch, im Nebel, an allen Touris vorbei, über die Marienbrücke drüber, Richtung Tegelberg hoch. Da oben stand plötzlich alleine hinter der Brücke. Da stand plötzlich keiner mehr. Beziehungsweise an dem Tag hast du auch von der Brücke aus nichts gesehen, außer Nebel. Also war da eh keiner. Aber dann ging es nicht lang. Du kommst über dem Nebel raus und dann hängt plötzlich das Schloss genau auf Höhe vom Nebel. Und ich bin dort eigentlich nicht hingegangen wegen Schloss. Ich bin eigentlich auf Ziel zum Tegelberg hoch, weil auf der Webcam so tolle Bilder sind. Vom Nebel mit dem Licht unten. Und wo ich da oben ankomme, sitzt halt wirklich wie so abgeschnitten wie Burg Hohenzollern, die kennst du sicher. Ich wollte gerade sagen, das klingt wie Genau. Hohenzollern im. Also klingt wie Hohenzollern, gibt es aber im Neuschwanstein halt eben nicht so oft, weil entweder ist der Nebel drüber oder drunter, also deutlich drüber oder deutlich drunter. Und da war es halt genau das, teilweise war es mal wieder verdeckt, weil mal wieder nicht. Ich habe dann auch glücklicherweise einen kurzen Zeitraffer davon gemacht mit 300 Bildern. Den gibt es auch online zu bestaunen, bewerbe ich aber nicht groß. Ich habe halt einen Vimeo-Account, wo ein paar Zeitraffer-Videos von mir drin sind. Und letztendlich war die Stimmung an dem Abend so genial, dass auch, ja, ich habe jetzt nicht das Bild nicht übermäßig beworben, aber wenn ich es mal auf Facebook geladen habe, dann ist halt sehr, sehr gut ankommen. Was natürlich auch dazu führt, dass sehr viele der Meinung sind, sie können mit dem Bild auch irgendwas anfangen. Also das heißt, es ging wirklich ein paar Tage oder Woche später, habe ich dann mal gezielt auch geschaut, weil der Hype so groß war. Und dann hatte das halt schon jemand auf seiner Ferienhausseite integriert in der Galerie. Und dann habe ich den natürlich freundlich angeschrieben. Das ohne Fragen geht es halt eigentlich nicht. Das finde ich nicht okay. Dann habe ich eine Anfrage gekriegt von irgendeinem Trachtler-Club aus Füssen. Sie würden das Bild gern für eine Jubiläums-Postkarte verwenden, aber sie können leider nichts zahlen. Nun habe ich halt zurückgeschrieben, ja, tut mir leid, aber wenn ihr nichts zahlen könnt, dann kann ich euch auch leider gar nichts geben. Weil schon mit der Absicht, nichts zahlen zu wollen, das geht nicht. Ja, und dann kam zurück, ja, was wird es denn kosten? Und dann habe ich einfach nicht mehr geantwortet, weil ich es einfach zu frech finde. Einfach mal probieren, gar nichts zu zahlen wollen. Das ist echt nicht so fair. Und jetzt war der letzte Hammer mit dem Bild, jetzt erst vor kurzem. Schreibt mir ein Freund an, du, das ist doch ein Bild von dir. Und dann schickt er mir die Seite von Schwangau und Schlösser. Und dann geht er auf Facebook und dann, ja, wir läuten einen Countdown ein, weil der König Ludwig bald Geburtstag hat und zeigen hier die letzten Einsendungen von unserem Fotowettbewerb. Und dann war das halt definitiv mein Foto von Neuschwanstein im Nebel. Es war aber kein Vermerk, dass das Bild von mir ist, und es war auch im Bild mein Copyright nicht mehr drauf, wo eigentlich immer drauf ist. Das wurde also weggeschnitten. Und dann habe ich denen eine Nachricht geschickt, was eigentlich los ist und kann ja nicht sein. Dann kam dann zurück, ja, wahrscheinlich haben sie das im Wettbewerb eingereicht. Und sage ich, nö, habe ich nicht, wusste von eurem Wettbewerb nichts. Also jetzt würde es mich schon interessieren, wer das eingereicht hat. Und dann ging es halt hin und her. Und letztendlich hat es einer eingereicht, der bis heute steif und fest behauptet, es sei seins und hätte auch Zeugen und er hätte es mit dem iPhone fotografiert und hin und her. Letztendlich war es mir zu doof, weil so einen extrem frechen Menschen, mit dem habe ich keine Lust, mich rumzumärgern. Also der kann mit dem Bild auch nicht viel einstellen, der hat auch nichts gewonnen. Also wenn er was gewonnen hätte und wirklich unter seinem Namen gepostet worden wäre, dann wäre ich wirklich dagegen vorgegangen. Aber so haben wir gedacht, komm, lass gut sein, wer so ignorant ist. Also er hat dann sogar mich angemahnt, also wir haben telefoniert, er hat mich angemahnt, was mir eigentlich einfällt. Und Nein. das Bild ist Ja, halt, das ist die Flucht nach vorne. genau, aber wie gesagt, das Bild ist halt hundertprozentig von mir und ich habe dann halt auch den Schwangauern mitteilt, wenn sie mir bestätigen, dass das Bild, was ich denen dann auch geschickt habe, was von mir hochgeladen wurde ursprünglich, wenn sie mir das bestätigen, dass es meins ist, dann mögen sie das Bild doch bitte nicht mehr verwenden. Ja, genau, weil heute ist Teilen mit Name überhaupt gar kein Problem, macht jeder, ist auch in Ordnung und legitim, aber halt Namen wegschneiden und sich selber damit schmücken wollen, das geht halt nicht.
Das ist nicht okay. Das ist richtig. Daher deswegen ist auch gerade mit meinen Fotomentoren ein bisschen über das Foto gesprochen, weil es doch sehr ein besonderer Moment ist. Es gibt so von Neuschwanstein kein Bild tatsächlich, also kein vergleichbares. Und jetzt haben wir darüber diskutiert, inwiefern man von dem Bild doch irgendwie was anfangen kann. Also das heißt, ich muss doch irgendwie mal gucken, wo man das sinnvoll anbieten kann, wenn das Bild jemand möchte. Sehr gut. Genau. Wer Interesse an dem Bild hat, wendet sich an mich und ich leite die Anfrage weiter. Das Bild kennen bestimmt viele. Es kursiert auch auf diversen Seiten. Ein Freund von mir, der recht populäre Webseite hat, der hat es von mir auch bekommen auf seine Webseite. Das ist legitim. Da steht auch mein Name mit drauf auf dem Bild. Der hat es halt in seinem Portfolio mit drin als Erweiterung sozusagen. Sehr Genau. cool. So, das waren jetzt ganz viel zu Fotografie. Jetzt kommen wir so ein Ja. bisschen zum Ende. Und am Ende gibt es immer die Quickfragen, die jeder Gast von mir gestellt bekommt. Kurze Frage, kurze Antwort. Und ja, würde ich sagen, legen wir mal los. Das erste ist wie immer, Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Was hältst du von der Kombination beides? Berge am Meer. Okay, zum Beispiel Norwegen. 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 Also no, muss ich schon sagen, ganz klar Berge bei mir. Klar, ich bin hier in den Bergen aufgewachsen. Na. Wenn ich am Meer wohnen würde, wäre ich vielleicht Surfer und Meer wäre mein Ding. Also ganz klar Berge, noch besser Berge mit See und noch schöner Berge mit Meer. Richtige Also Antwort. ja, absolut. Also Berge klarer Favorit und mit Wasser super Kombination. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Was würdest du den ganzen Tag machen? Also vermutlich würde ich mir Aufgaben setzen irgendwie, dass ich da oben halt auch was mache. Also klar, Bergtouren mal abgesehen, aber du kannst ja nicht von der einen Hütte auf 3 Monate jeden Tag auf einen anderen Berg, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also Bergtouren bestimmt auch, aber ich würde versuchen, sehr autark zu leben. Also ganz sicher mal auf jeden Fall irgendwie ohne Internet. Das würde ich mir auf jeden Fall als Ziel setzen, dass ich da oben einfach mal Pause will. Und dann aber eben auch, wenn Schlechtwettertage sind, keine Ahnung, mir ein Wasserrad bauen und dem naheliegenden Bach ein Dynamo antreiben, mit dem ich dann meine Kameras, Akkus für die schönen Tage wieder aufladen kann. Gucken, ob man da oben ein bisschen, wie der Wusa das schon erzählt hat, oder der Wu, von wegen Bären essen. Also irgendwie sehr autark und minimiert leben versuchen, Okay. denke ich. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Ganz klar Sonnenaufgang. Ich Bist bin ja du jung. da Frühaufsteher? Ja, ich denke, wenn ich älter werde, wird es vielleicht mehr der Sonnenuntergang. Aber wie das auch andere schon oft gesagt haben, also noch besser ist natürlich nachmittags hoch, Sonnenuntergang, Biwak oder übernachten und dann Sonnenaufgang. Aber sonst prinzipiell eigentlich eher Sonnenaufgang, weil da stand der Tag noch vor dir und schon oft Bergtouren gemacht in der Früh, Sonnenaufgang, dann bist du um spätestens teilweise 10, 11 wieder daheim und kannst wirklich noch was machen, wo andere dann gerade aufstehen. Also du hast noch einen Tag zum was erledigen oder ja. Ohne was gehst du nie in die Berge? Also was darf nie fehlen an Ausrüstung? Kamera. Kamera, klar. Ja, also ziemlich sicher Kamera. Gibt natürlich viele weitere Utensilien, die auch wichtig sind, aber das sage ich mal fast selbstredend. Also alle Sicherheitsartikel, wie Erste-Hilfe-Set oder sowas, ist natürlich wichtig. Aber Klopapier. ja, zum Beispiel, was ich aber auch eigentlich immer dabei habe, schon seit ich in der Lehre bin, ich habe immer ein Mini-Taschenmesser in der Hosentasche. Das ist mit Licht, Kugelschreiber, Schere. So ein Multitool, ein kleines, aber wirklich so ein Mini-Taschenmesser, das habe ich eigentlich auch immer dabei. Und dann habe ich im Rucksack eigentlich fast ausschließlich immer, auch wenn ich weiß, ich mache nur eine Tagsübertour, ich habe immer eine Taschenlampe und immer ein Feuerzeug dabei. Okay. Und ein, ja, Messer eigentlich auch. Also einfach so wichtige Tools, weiß nie, ob was ist. Eine Taschenlampe ist immer sinnvoll. Was sind deine, ja, sagen wir mal, Top 3 Blocks oder Ressourcen für mehr Berge?
Also ganz klar gebe ich die Empfehlung natürlich zurück. Also Uligunde, eh klar. Uligunde.com. Ganz nette Frau. Ist eine spannende Seite und eben die freche und kecke Art, wie sie schreibt, die ist einfach super cool. Also das hat mich von Anfang an irgendwie fasziniert. Die liest auch Blog-Einträge, die mir jetzt vielleicht nicht so interessieren würden, wie jetzt Eisklettern ist jetzt wahrscheinlich nicht so meins, aber die Art, wie sie erzählt und schreibt, ist einfach klasse. Also ganz klare Empfehlung. Dann die Nummer 2, hier fürs Allgäu regional, ganz tolle Seite, Freie Berge vom Christian Rath. Das eine Koryphäe im Allgäu, der ist in der Szene, was vor allem aus Skitouren gehen angeht, sehr bekannt, weil er einen sehr bekannten Skitourenführer fürs Allgäu geschrieben hat mit 250 Touren, die der sicher alle schon mal gemacht hat und bestimmt nicht nur einmal. Und er schreibt sehr objektiv und halt natürlich nach seinem Kopf ein bisschen auf seinem Blog über alle möglichen Themen. Also ob das Riedberger Horn mit dieser Skischaukel ist, was sehr wichtig ist, beleuchtet da mehrere Seiten, aber dann halt auch Alpintourismus und verschiedene Tabuthemen auch mal, aber dann auch wieder sehr informative und technisch interessante Sachen über Lawinen, über Wetterkunde und so weiter. Also er weiß was, er kann was und ich habe auch schon ein paar Mal treffen dürfen oder war mal mit dem Skifahren und einmal auf Skitour, aber wir kennen eigentlich eher wenig. Ja, aber super Seite. Also freieberge.wordpress.com, also kannst du ja dann noch Suche mal. ich raus und verlinke ich auf jeden Fall. Vielen Dank. Dann Ressourcen fällt mir noch ein Hiker, hiker.org. Ganz gute Seite, wenn es um nicht so populäre oder eher anspruchsvollere Bergtouren geht. Also leichte Kletterei, Zweier-, Dreier-Touren. Also jetzt nicht die Extremsachen, aber da findet man ziemlich viel, sehr großes Portal. Und was ich dazu sagen muss, was ich von dieser Seite Tag ein, Tag aus sehr viel nutze. Es gibt eine Möglichkeit, von denen eine KML-Datei in Google Earth ins Programm zu laden, mit allen Gipfeln, allen Hütten, allen Seen, allen Jöcheln. Das heißt, du surfst durch 3D-Welt in die Berge und hast jeden wichtigen Gipfelnamen. Also zumindest mal in den Alpen, in Norwegen oder anderen Gebieten ist dann eher ein bisschen dünner gesät, aber eine sehr gute Datenbank und wenn du auf den Berggipfel klickst, kommst du dann auch gleich auf die Hiker-Touren. Also klasse Gadget von Klingt denen. gut. Das vielleicht so als Anschluss. Was empfiehlst du denn gegen Bergweh? Also würdest du jetzt nicht mehr in Weidnau wohnen, im Allgäu, direkt an den Bergen dran, sondern in Hamburg? Was würdest du dann tun, um nicht zu viel Bergweh zu haben? Ja, das wäre ein Fehler, da woanders zu wohnen. Du Also, vermeidest es einfach. ich behaupte jetzt mal bei Bergweh von mir aus einfach, wenn ich gerade nicht die Möglichkeit habe, weil ich krank bin oder sonst was. Also für mich jetzt war es zum Beispiel, ich hatte mal 2012 einen Skiunfall und war dann ein paar Monate ausgefallen. Da war für mich das Bergweh zu überbrücken, Bilder bearbeiten. Da habe ich sehr viel aufbearbeiten können in der Zeit. Ansonsten für mich halt auch alternative Hobbys. Also ich bin jetzt nicht bergsüchtig, ich bin sehr, sehr gerne in die Berge, und auch wenn es geht, sehr häufig. Momentan ist echt, was noch nicht zur Sprache kam, die Uligunde war dann die Initialzündung, dass ich auch endlich anfange. Ich habe das schon seit Jahren eigentlich vor. Ich habe jetzt auch endlich den Paragliding-Schein gemacht. Ja. Also ich gehe jetzt auch in die Luft, bin fertig, bin aber seitdem noch nicht wirklich zum Fliegen gekommen, weil A, der Schein 2 Wochen dauert hat, bis er endlich da war. Und jetzt ist das Wetter wieder schwierig und unter der Woche geht es bei mir gerade vom Beruf her nicht. Und ja, also alternative Hobbys war hier jetzt das Thema. Also das heißt, wenn nicht Berge, dann kann man ja was anderes machen. Also mir wird es langweilig. Also Inlineskaten habe ich auch noch nie aufgeben. Das werde ich auch immer wieder noch machen. Ich gehe gern schwimmen, ich gehe gern radeln. Ja, also es gibt Alternativen. Und auch noch eine Empfehlung für Schlechtwettertage oder wenn es gerade irgendwie nicht geht, mountainpanoramas.com zusammengeschrieben. Mountain. Okay, verlinke ich.
Ganz wichtige Seite, bin ich selber mit dabei, war auch erst vor ein paar Wochen wieder ein Panorama-Fotografen-Treffen. Also ich kenne auch den Betreiber der Seite, das ist wirklich ein nicht kommerzielles Projekt, also ein privates Ding, was in der Zwischenzeit, was den Traffic angeht, echt eine Hausnummer ist und man muss sich jetzt weiterführend auch Gedanken machen muss. Also im Prinzip eine Seite, eine Datenbank von Berg, Bilder, Panoramen, die aber im Detail beschriftet sind, alle Gipfel. Und wenn ein Gipfel auch ein Panorama beherbergt, dann ist er verlinkt. Also das heißt, du kannst in der Zwischenzeit tatsächlich auch lückenlos durch die Alpen wandern. Also Ach, vom Mont cool. Blanc bis nach Wien hinten irgendwo, kannst du praktisch von Gipfel zu Gipfel hangeln. Cool. Und von mir sind die Großzahl von den Panoramen sind aus dem Allgäu. Ich bin, was das Releasen angeht, etwas langsam gerade. Also habe jetzt länger nichts mehr gemacht. Ich muss mich da wieder ranhalten und mal wieder fleißig sein. Aber ich habe halt zu viele Baustellen nebenher ein bisschen. So, und wen würdest du denn gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Ja, also demnach, was du ja schon erwähnt hast, dass du, wie sagt man, Trailrunner schon auch noch auf dem Schirm hast. Alles, was mit Bergen zu tun hat. Okay, jemand, den ich durch Erika mal kennengelernt habe, wir waren mal schon auf einer wunderschönen Skitour, war einer der schönsten, das muss ich dazu sagen, einer der schönsten Bergtage im Winter. Haben wir zusammen eine Skitour zum Sonnenaufgang auf dem Buralpkopf gemacht. Und dann waren wir wieder unten im Nebel und dann habe ich gesagt, da bleibe ich jetzt nicht. Und dann bin ich auf den Gründen und war dort bis Sonnenuntergang. Also war einen ganzen Tag im Nebel. Ja, und da war eine ganz nette dabei und zwar die Susi Lell. Und die ist gerade sehr aufstrebend, was das Trailrunning angeht. Die gewinnt gerade einen Run nach dem anderen teilweise. Und ich glaube, das wäre für dich sicher ein ganz interessanter Podcast. Okay. Sagt dir der Name was? Sicher. Der Nachname jetzt nicht, aber es kann auch sein, dass sie auf Facebook anders heißt. Da muss Okay, ich mal also schauen. die hat das Jahr erst den, wie heißt Stubai? Nee. Also die hat auf jeden Fall schon einige Trails das Jahr, sie ist gerade echt hoch im Rennen. Also Dann finde ich sie auf jeden Fall. top. Und Fotografen, Willi Roth hast du ja schon gesagt, den hast du auf dem Schirm. Wen ich noch interessant fände, wäre den Erin Karaman. Der war jetzt auch erst in Norwegen. Auch ein ganz netter Typ. Den Erika hat letztes Jahr mal ein Treffen angestoßen, das dann leider ein bisschen in die Binsen ging. Dadurch habe ich dann auch mal einen Dominik Berchtold endlich kennengelernt. Und eigentlich war da geplant, dass wir zu mehreren auf eine Hütte gehen. Aber dann sind irgendwie alle einer nach dem anderen ausgefallen und dann war ich letztendlich mit einem Kumpel von mir, der eingesprungen ist, und Dominik kurzfristig an der Hütte. Ja. Okay. Genau, und der Ehren wäre da eigentlich auch mitgegangen. Wunderbar. Schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Werde ich auch verlinken und dann gucke ich mal, ob ich die eingeladen bekomme. Zum Schluss noch, wie kann ich die Leute erreichen, beziehungsweise wo finden sie dich? Also auf Facebook wahrscheinlich, weil da habe ich dich ja gefunden. Du wirst wahrscheinlich auf Instagram 500 Pixel, hast du erzählt. Genau. Eine eigene Webseite hast du. Gibt es da noch darüber hinaus Kontakt Na, oder? das sind eigentlich, sagen wir mal, die wichtigsten Seiten. Wie gesagt, auf Mountain Panoramas findet man mich noch mit diesen Bergpanoramen. Unbedingt sehenswerte Seite, weil die Bergpanoramen in der Gänze und Größe und Auflösung, die sind alle in voller Auflösung. Also das heißt, da sind Zoom-Erlebnisse vorprogrammiert. Ist teilweise auch für Tourenplanung nicht schlecht, weil du halt immer einen Rundumblick hast. Ja, also das sind eigentlich schon die wichtigsten Seiten, genau. Ich muss aber sagen, jetzt zum Beispiel Instagram bin ich nicht arg aktiv, ich bin da eher so der stille Beobachter, was die Instagram-Community so macht. Manchmal habe ich dann wieder Sympathie und Lust und mache dann wieder was. Also stärkstes Pferd ist momentan eigentlich schon Facebook bei mir. Okay. Dann vielen Dank. Ich habe extrem viel mitgeschrieben. Also ich habe hier ein ganzes Blatt, wo viel draufgeschrieben ist. Ich hoffe, ich kann es noch entziffern. Ansonsten höre ich es mir nochmal an. Werde ich sowieso machen. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal live treffen im Allgäu oder Ja, würde sonst mich auch irgendwo. freuen.
Ja. Und dann werde ich auf jeden Fall mal über deine Schulter drüber gucken, wie du das denn da so alles machst. Vielleicht komme ich auch einfach mal nachts mit. Ja, also nachts ist bei mir sowieso das Jahr ein Defizit, also da gibt es mal wieder was nachzuholen. Super, ich danke dir und ja, bis bald irgendwann. Hat mich gefreut und So. jetzt noch einen schönen Abend. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminbäre.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.